Die beste Sportshow zur besten Sendezeit mit dem hoffentlich besten Ergebnis heute Abend für Österreich gegen Belgien und damit schönen Abend zur Watchparty der Admiral Sportshow. Servus Chris. Hey! Aufrechter Sitz, ja, das freut mich. Servus. Das glaube ich schaffe ich nicht. Na, mir geht's gut. Momentan geht's mir noch gut, aber ich weiß ja, 2 Stunden hier sitzen auf diesen kleinen Sesseln, das wird mit Sicherheit uranstrengend, weil ich bin ja so groß. Aber vielleicht wird's ob deiner ekstatischen Jubel-Performances am heutigen Abend dann nicht so sein, dass du die ganze Zeit sitzt, sondern wirst du auch aufhupfen hier bei also uns. Also du meinst, ich habe einen Dienstauftrag heute. Einen Dienstauftrag? Ja, einen Auftrag von dir. Von mir bekommst du keinen Auftrag? Keinen Auftrag. Nein. Das ist alles freiwillig. Alles freiwillig. Gut, das heißt, ich werde freiwillig eins machen und zwar werde ich mich auf unsere Gäste stürzen. Ist das richtig? Auf den Gast, der links von uns und sitzt. Und den dürfen wir jetzt herzlich vorstellen mit einem 1000 Applaus von unserem Live-Publikum. Und auch in der Community. Ladies and Gentlemen, Stefan Meyerhofer. Ja! Hallo. Major, hallo! Dass du da bist. Für alle Zuschauer zu Hause, ich habe meinen Sitz ganz unten. Und Chris ganz oben. Danke für die Einladung. Na, gerne doch. Und ich hoffe auch, dass wir ein gutes Spiel sehen werden. Und mit euch zwei an der Seite macht das richtig viel Spaß. Also ich hatte ja mit dir schon mal das Vergnügen, das Champions-League-Finale zu machen. Also damals hatten wir eine Verzögerung. Aber dass wir ihn heute da in die Mitte nehmen, taugt mir schon extrem. Ja, mal sehen, wie sehr. Das haben wir nicht einmal bezahlt von mir. Also, das ist die normale Rede. Ah. Da ist gut, genau, auf mich beobachtet. Okay, also schön, dass du da bist. Freut mich echt. Ich meine, man sieht es leider von hier nicht. Wir haben hier keine Kameras. Aber das schaut wirklich. Die Sesseln, die Sesseln sind so groß. Ja, und er ist so. Also, nicht so, aber schon einen großen Hintern. Also, das ist schon. Soll ich kurz aufstehen? Gut gebaut, ja. Steh mal auf, ja. Ja, schau, das Mikro ist da. Ja, hübsch. Tanzt schon fast so wie Andi Albrecht. Schaut gut aus. Schaut gut aus. Beinahe beide gleich groß. So. Ich erspare uns den weiteren Größenvergleich. Bleib sitzen. Aber wir haben einen der größten Teamspieler aller Zeiten hier bei uns. Boah. Auch der größte überhaupt. Ich habe das versucht zu recherchieren, Major. Also in der deutschen Bundesliga hat mit mir Jan Koller und der dritte fällt mir jetzt nicht einmal in Ungar. Mhm. Wir waren die drei größten der deutschen Bundesliga. Also. Wie hat dieser Engländer da geheißen in der Premier League? Crouch, genau. Der hat in der Bundesliga gespielt. Ich weiß nicht, aber in der Premier League. Quasi, eh. Er hat ja gesagt, in der Premier League. Wie groß war der? 2,01 Meter. 2,01 Meter. Aber weißt du, was der gewogen hat? Gar nichts, fast, gell? Ich glaube, 75 Kilo. Und du wiegst wie viel? 101 ist so jetzt. Mein. Jetzt? In England habe ich 104, 105 gehabt. Okay, da hast du ein bisschen mehr Brust. Fast so ein Bizeps gehabt wie du, okay. Aber ein bisschen mehr Brust. Nur fürs Fernsehen hast du gesagt, dieser Bizeps-Quiz. Du, wie spät ist denn eigentlich? Apropos, Moment mal, da hinten sitzt unser Publikum. Grüß euch sehr. Ich wollte gerade sagen, wir müssen die Herrschaften begrüßen und die Community hier auch. Ah ja, genau. Wen möchtest du zuerst begrüßen? Okay, wir begrüßen zuerst einmal unser Studiopublikum. Hallo, herzlich willkommen. Ich habe ein Mikro organisiert. Ja, wo ist das? Ich schau mal rüber. Okay, geh mal rüber. Wenn das für dich okay ist. Ja, mach ruhig. Ich glaube, sie freuen sich extrem, wenn sie zu Wort kommen. Ja, bitte. Ich versuche es mal. Grüß euch, schön, dass ihr da seid. Servus, grüß dich. Ich fange gleich bei dir an. Wir wollen natürlich wissen, wer ihr seid und wie ihr vor allem tippt, dass es heute ausgeht. Ja, also ich bin der Dominik, bin 37 und durch die rot-weiß-rote Brille glaube ich, dass wir 2-1 gewinnen, aber realistischer Tipp wäre eher ein X. Dominik auf YouTube dann wie? Nein, ja, YouTube, mir Mino. Alles klar. Bitte. Servus, ich bin der Manuel, 26 und ich denke auch, dass er X wird, aber hoffe natürlich auf einen rot-weiß-roten Sieg. Perfekt, das hoffen wir alle. Dann können wir kurz Platz tauschen, auch wenn es schon richtig gemütlich bei dir aussieht. Ja. Bitte schön, Entschuldigung, machen wir da weiter. Vienna Capitals heute, ja, falsche Sportart. So ist es. Servus, ich bin der Daniel, 28 und ich hoffe, dass Österreich 2-0 gewinnt. Bin aber auch realistisch, also mein realistischer Tipp wäre auch 1-1. Aus dem wunderbaren Mistelbach. Genau so ist es. Kurze Anreise gehabt. Ja, relativ, also Dreiviertelstunde, Stunde circa, aber es war recht in Ordnung zu fahren. Es wird sich auszahlen, hoffentlich. Ich hoffe doch. Spätestens, wenn ihr dann Stimmung macht. Ne, genau so ist es. Ich gebe das Mikro gleich weiter. So. Ja, danke. Ich bin die Maria Isabel, wir sind aus Ebenfurt und 31 Jahre alt. Und ich schätze, dass es unentschieden ausgeht, 1-1. Würden wir nehmen, aber Sieg wäre uns natürlich lieber, oder? Ja, definitiv. Also ich bin der Mario, bin auch 31 und ich mache mir jetzt ganz unbeliebt. Ich glaube, es geht 0-2 aus. Und das, obwohl du Tiroler bist, da kann man sich eigentlich gar nicht unbeliebt machen.
Das ist richtig. Tirol ist Leih 1. Tirol ist Leih 1. Chris, kannst du das auch so schön? Oder hast du noch eine Frage an unsere Community? Weil jeder sagt irgendwie sein... Du sagst ja alle euer Alter, ich finde das total cool. Ey. Ich habe nie gefragt. Sie können sich... Ich bin der Peter, 25. Sie können es sich noch erlauben, Chris. Ich habe nichts zu verbergen. Naja, sag uns gleich mal deine Adresse. Wo wohnst du? Was machst du persönlich? Was sind deine Hobbys? Kontodaten, glaube ich, hättest du immer gern, oder? Nein, Mistelbach, da verbinde ich was. Ganz was Positives, da habe ich meinen Grundwehrdienst gemacht in Mistelbach. Ja. Wirklich? Ja, das war... Total schön, ja. War cool, ja. Sehr schön. Da hast du mir was voraus. Ich war untauglich. Du warst untauglich? Ja. Bei Meierhofer war es so, du warst bei einem Heeressport oder du warst immer im Ausland unterwegs? Untauglich. Wirklich jetzt? Ich habe Zöliakie. Groß. Okay, das tut mir auch. Was ist Zöliakie? Keine Ahnung. Na schau, aber es tut dir leid, gell? Zöliakie ist eine Stoffwechselerkrankung. Ich muss mich glutenfrei ernähren. Mir geht's gut. Hätte ich damals in der Schweiz gelebt, hätte ich den Wehrdienst erfüllen müssen, weil sie dort Diätkost anbieten. Also sind ja mal alles mit Gluten dort beim Bundesheer. Glücklicherweise. Eins möchte ich noch anmerken, ganz kurz, bevor ich mich wieder auf den Weg zu euch mache. Ja. Daniel hat gesagt, er wird zu Hause irgendwann ein Trinkspiel einführen, weil wir so oft Chris Community sagen. Also das vielleicht etwas im Hintergrund behalten für heute. Wie viel hast du da schon zu dir genommen deshalb? Naja, ich muss sagen, natürlich mit Wasser und so. Also nicht wirklich mit alkoholischen Getränken, weil dann würde ich die ganze Sendung nicht mitbekommen. Oh. Aber es war schon ziemlich, ziemlich oft und ich mache es meistens mit Wasser oder Cola oder so. Was glauben wir dir so? Yeah. Und Chris glaubt, schau mal, wer sonst so in der Community da ist. Schau mal kurz nach. Damit du mal was trinken kannst. Wir haben ja wirklich eine Riesen-Community. Ich hau mal kurz raus. Florian Gref. Bonuscode bitte. Florian, warte. Okay? Kommt gleich, ja. Dann, Marcel schreibt, yo, Bro! Welchen Bro meinst du, ist die Frage, ja? Dann, nächste. Ja, hallo, Meierhofer, geiler Typ. Finde ich echt cool. Das steht nicht da, so. Das habe ich gelogen. Aber da steht schon 10er. Sagt's bitte dem Meierhofer, er soll Das ist Fußball für Österreich schreien. Das sagen wir ihm nicht. Wenn, dann muss das natürlich aus der Emotion herauskommen, Major. Ich möchte aber Emotionen von den Spielern unten jetzt gleich sehen. Also wenn ich das jetzt so sehe, volles Stadion, die Hymne, Prater, da macht man schon Stimmung. Da kommt die Stimmung. Also wir haben noch 7 Minuten bis zum Anstoß. Happelstadion ausverkauft, perfekte Temperaturen, schönes Fußballwetter. Wie fast 50.000 vor Ort. Wie glaubst du? Und wir sitzen da im 10. Ja, aber ausverkauft. Ja, ausverkauft. Und Wettguthaben, Bingo haben wir Bingo auch haben wir, mitgebracht. Ja. Das können wir einfliegen lassen an dieser Stelle. Heraus. Zeig's mir mal die Kombination. Okay. Dreimal die Möglichkeit für 3 Euro, dreimal für 5, dreimal also links für 7 Euro. Fix weg. Fix, was keine gelbe Karte in den ersten 10 Minuten, da wird's das rascheln. Das machen wir auch, damit jeder eine Chance hat. Da wird's rascheln. Also wenn wir sind ja Kostler, geht's um einen guten Sieg und um die Teilnahme. Die haben alle Krawatten, was ist mit denen eigentlich? Lass mich kurz dienstlich bleiben, Chris, ich muss das loswerden. Am besten auf Facebook anschauen, das Bingo, oder auf Instagram, während Chris die Kollegen des Fernsehens um die Krawatten beneidet. In Florian oder in Michael? In Michi. Ja. Wir sprechen gerade über die Kommentatoren, muss man erklären. Du sprichst darüber, muss man sagen. Ich habe gerade über Entschuldigung. Erklär kurz unsere Community wegen dem Bingo. Ganz wichtig, ja, genau. Bingo, weil es wird so oft gefragt. Ja, genau, Dali bitte. Schreibt auch Bonuscode und 10. Ja, mach bitte, Gamma. Sorry, ja. Geht schon. Wie wär's mit Gruppensieg? Ja, das wäre eine schöne Sache heute, aber dein Bonuscode, ja, genau. Genau. Haben wir schon eingeblendet gehabt, die Grafik, also am besten selbst auch auf Facebook oder Instagram neben offen haben. Wir werden es natürlich auch immer einblenden. Wenn das Ereignis eintritt, dann gibt es einen Bonuscode für die ersten 200 für euch. Aber natürlich gibt es auch jetzt gleich zu Beginn einen. Und wenn alle Ereignisse eintreten sollten, dann gibt es am Ende auch nochmal 20 Euro Wettguthaben für die ersten 200 von euch. Den ersten, den gibt es aber natürlich als Willkommensbonus sozusagen für die ersten 500 von euch. Und dann gleich mal die Frage an Herrn Meierhofer. Wie war die Stimmung? Ich würde gerne noch den Bonuscode loswerden. Also dann ist noch immer nicht fertig. Nein, oh, da gibt es sogar von der Regie die Tröte. Auf ein Fußballfest. 5 Euro für die ersten 500 von euch, während wir hier schon die Aufstellung eingeblendet sehen, auf die wir auch gleich zu sprechen kommen werden. Ein paar Bedingungen noch, die ich hinten nachwerfen darf. Einmal drehen mit Mindestquote von 1,7.
nur für vollverifizierte Kunden heute und morgen einlösbar, je nachdem, wie viel dann davon schon Gebrauch gemacht haben und maximal 3 Wettguthaben in Folge einlösbar. Dann einmal 20 Euro hochladen und dann geht's schon wieder weiter. Und jetzt kommen wir zum Sportlichen. Hast du schon einen haben Plan? Wir alles jetzt? Sehr ich geil. Musste das loswerden. Ja, das hast du gut gemacht. Finde ich gut. Eine Rüge. Herr Sekretär, pass auf. Wie war die Stimmung bei Fenerbahce Stadion beim Länderspiel zwischen der Türkei und Österreich, Herr Meierhofer? Unglaublich. Ja. Bei uns gehen sie durch und verkaufen Popcorn und Soletti und Eis. In der Türkei unten geht einer durch mit Megafon und sagt den Leuten, schreit's endlich, schreit's. Vollgas. Vollgas. Also mit Abstand eines der, von der Lautstärke her, Geistenspiele, wo ich dabei war. Türkei ist überhaupt anders, gell, wenn es um Fußball anders. Geht, oder? Definitiv, ja. Viel lauter. Viel mehr Leidenschaft. Mehr Leidenschaft. Rasen gut, Stadion gut, ja. Stimmung gut. Ja. Sehr kritisch. Fanatisch, auch, fanatisch. Ja, ja, ja. Ja, ja. Habe ich auch gehört. Cool. Ja. Da bin wir ich gespannt. Ich höre leider nichts, wie die Stimmung ist. Stimmung ist super, aber wir können unsere. Unser Publikum ist die Stimmung! Da geht noch mehr! Da geht Wahnsinn. Was. Da geht was. Noch mehr Cola für Sie! Wir können noch einen Blick auf die Aufstellung werfen, natürlich. Ja, bitte, machen wir was Seriöses einmal. Genau. Damit wir unserem Anspruch auch in diese Richtung gerecht werden. Da ist sie, ein Teamdebütant mit Manfred Zakaria und gemeinsam mit Alexander Schlager, also zwei Vertreter aus der Admiral-Bundesliga mit dabei. Ansonsten eine noch immer sehr starke Aufstellung, wenngleich viele Stammkräfte auch fehlen, Major. Wie siehst du die Ausgangslage personell vor diesem so wichtigen Spiel gegen Belgien? Ja, es ist dann einfach auch für die Spieler, die jetzt nicht so zum Zug gekommen sind, eine Möglichkeit, sich zu beweisen. Und mich freut es für den Zakaria, der zeigt bei Sturm Graz die letzten Wochen wirklich gut auf, hat Selbstvertrauen. Schau mal, wenn er in der letzten Reihe ist, dass er zum Abschluss kommt, dann könnte er vorne auf jeden Fall, ich sag so, um einen 16er, um 20, 25 Meter ist seine Distanz. Dann könnte er heute vielleicht gleich richtig guten linken Fuß, ja, könnte er vielleicht gleich überzeugen. Mhm. Würde mich für ihn freuen. Die anderen Spieler haben natürlich schon alle ihre Erfahrungen auf europäischer Bühne gegeben für das Nationalteam. Da haben wir jetzt schon die Hymne von den Belgiern. Von den Belgiern, genau. Die haben natürlich auch richtig viel Qualität. Aber wir spielen zu Hause und wir wollen den Gruppensieg. Und das muss man jetzt einfach spüren, das muss man sehen in den ersten Aktionen schon. Man darf sie nicht unterschätzen, es ist eine Weltklasse-Mannschaft, die Belgier. Haben einen sehr, sehr guten Trainer, haben auch wirklich gute Ergebnisse in den letzten Monaten unter dem neuen Trainer. Von dem her wird es auf jeden Fall spannend werden. Wir müssen dagegenhalten, aber wir sind mit den Belgiern absolut auf Augenhöhe, was den Kader betrifft. Wie wichtig ist der 12. Mann? Klassische Journalistenfrage-Quiz von dir. Aber ich weiß ja, du bist ja der erste Typ. Weißt du, weil dich braucht man nämlich in der Mannschaft. Ja? Fußballerische Qualitäten, sage ich, waren immer ganz okay. Gell? Aber was dich viel mehr ausgemacht hat, finde ich, war dieses Mentale. Du warst ein Monster einfach. Du bist immer vorangegangen und genau sowas braucht nämlich eine Mannschaft, so einen Leader. Das ist nämlich, und auch wenn es einmal nicht läuft, nämlich dann, weißt du, dass man dann trotzdem, und da bist du, glaube ich, einer von wenigen gewesen, die das drauf gehabt haben. Da muss ich da jetzt ehrlich einmal einen Teppich ausrollen. Gell? Danke. Bitte Applaus, Leute, für diesen Kapitel. Freut mich, zu hören. Da merkt man, nein, es ist so. Du es hast auch so. Ein bisschen Ahnung. Du hast dich vorbereitet. Du kennst, die Frage ist, ob die Betonung auch ein bisschen du kennst dich aus. Nein, ich weiß ja, was deine Qualitäten waren. Ich weiß es nicht. Das ist ein riesiger Aspekt. Ich glaube, in der heutigen Zeit, die jungen Spieler bringen natürlich vom Fußballischen wesentlich mehr mit, was ich je gehabt habe. Aber sie geben sich dann vielleicht auch mit einfachen Sachen zufrieden. Und ich glaub, mit einer Louis Vuitton-Tasche. Zum Beispiel, das ist genug. Na, du musst in solchen Spielen dann einfach auch dein Mann stehen, du musst dagegenhalten und einfach auch dann ein Viech am Platz sein. Ja. Maschine, du musst dreckig sein. Und ich probiere das meinen Spielen auch in der Akademie immer auch mitzugeben, dass die Qualität, alles schön und gut und die sind alle gut erzogen, alles liebe Buben. Ja. Aber am Platz musst du einfach auch dann Drecksau sein. Ne. Ja. Und das habe ich eigentlich immer, glaube ich, gut versucht. Und das, was ich anfange, das, was ich mache, ich möchte immer gewinnen, immer. Glaubst du, das fehlt? Also glaubst du, das fehlt in der jetzigen Generation, dass wir da alle, die haben alles, es ist alles hergerichtet, sagen wir mal so, verdient gutes Geld. Manchen geht es zu gut, ja. Und zu schnell vielleicht? Zu schnell, ja. Absolut richtig, ja. Also ich denke,
den Weg, den ich jetzt auch eingeschlagen habe. Ich bin erst mit 23 Profi geworden, war davor 8 Jahre im Gastgewerbe. Okay, ich habe einen Unterschied, okay. Wie es einfach ist, im normalen Berufsleben sein Geld zu verdienen. Ja. Und da war das für mich einfach, wenn ich da rausgehen habe dürfen und für mein Land spielen habe dürfen, ich habe 19 Länderspiele, war es jedes Mal absolut ein Highlight. Und da hätte ich 120 Minuten rennen können. Okay. Ja, da wollte ich einfach, es klingt blöd, ja, aber mein Leben auf den Platz lassen. Ne, für und mein ein Land. Tor auch erzielt. Eins, ja. Eins der schnellsten Tore im Team, ja. Gegen die Färöerinseln in Graz damals. Und glaube auch einen Assist beim legendären 4:4 vor richtig, rund 12 ja. Jahren in Belgien. Genau, habe ich in Marco gleich 1:0, glaube ich, aufgeregt. Ja, es war eine schöne Zeit im Nationalteam, war immer extrem spannend und interessant. Aber um auf das zurückzukommen, was du auch sagen wolltest, vielen Spielern ist es... Sprich's aus. Nicht zu einfach gemacht worden, aber ich habe da jetzt auch vom Kareschma vor ein paar Tagen ein schönes Zitat gelesen, der einfach ein unglaublicher Weltfußballer war, ja, und auch extrem viel erreicht hat und gewonnen hat, ja. Aber er hat so viel machen müssen, damit er Profi wird. Und heute geht es schon so schnell und dann bist du auf einmal Fußballprofi. Ne? Und das wird manchen schon zu einfach gemacht, mit wenig Aufwand. Und ja, aber so ist der Fußball mittlerweile. Es ist aber das, ich finde, da kann man sich einige Beispiele hernehmen, aber es ist wirklich so, du schießt, keine Ahnung, 4 Tore, machst 2 Vorlagen und bist im Winter weg. Ja? Ja. Also das ist ja. Und das für viel Geld, ja. Und dann war's das. Also du hast nicht einmal Zeit, dich eigentlich so zu entwickeln, dass du um ein gewisses Niveau kommst, sondern du bist gleich zack, zack, zack und dann bist du wieder woanders. Ja. Und mit David dem ist ein 92er Jahrgang, ich bin ein 82er. Mhm. Wäre ich ein 92er, dann hätte ich jetzt auch noch einen Marktwert von. Hau raus! Okay, hau raus jetzt! Jetzt wird's geil! Da würde ich gerne die Community jetzt fragen, ja, genau. Ob sie genau. Die Fußball Community. Was wäre mein Marktwert in der heutigen Situation? Genau. Wie alt wärst du jetzt? 30, bitte. Oder? 32. Der Marktwert des Majors, wenn er heute noch spielen würde? Ich mache mich beliebt bei ihm, ich sage unbezahlbar. Nicht schleimen! Du sollst nicht schleimen! Da bringst du es Cola! Bitte. Nächster Marktwert. Ja, ein 10er fix. 10er fix? Ein 10er fix. Was, 10 Euro? 10 Mille. Naja. 10 Mille? 10 Mille. Naja, den Marktwert, das ist schwer zu beziffern. Ich glaube, unbezahlbar trifft schon ganz gut. Das kann man nicht mit Geld. Also du bist ja vom Eishockey, du hast ja überhaupt keine Ahnung. Entschuldigung. Das ist sehr schwer, das einzuschätzen. Ja. Aber ein paar Stellen wird das schon wert sein. Der ist sehr diplomatisch. Ich würde sagen, mehr als die 10 Millionen. Mit 92 wäre ich ja auch 31 und deswegen würde ich schon sagen, so um 20, 25 Millionen. Also ein. Okay. Wisst ihr, was Ronaldo jetzt noch wert ist mit 38? Aber ich befürchte, wir müssen da kurz schauen, dass die Community auch genug sieht. Warte kurz. Das Spiel ist schon losgegangen übrigens. Das war schon der Anpfiff. Und du guckst schon wieder irgendwo da hinten nochmal dumm. Ist ein Wahnsinn. 20. Sekunde. Es geht schon los. Jetzt haben wir den Marktwert. Ersten Angriff. Gut. Marktwert vom Major Eckball, haben wir herausgefunden. Also was wir uns von der... Haben wir schon im Hintergrund, gute Aktion. Admiral hat man schon gesehen. Ist das bei eurem Bingo-Spiel auch dabei? Immer. Wenn ich Admiral erkenne? Immer. 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 Erste Ecke. Also ich sehe das immer so. Also die Fußballspiele finde ich immer so klassisch an. Die ersten 10 Minuten immer Vollgas. Gell, jeder... Wo bist du? Okay, und dann nach den 10 Minuten pendelt sich das wieder ein und keiner weiß, wo der Ball ist. Gute Aktion für den Torhüter, gleich so reinkommen und da raus. Ist übrigens der dritte Torhüter bei den Belgern. Deswegen, da musst du gleich jetzt dranbleiben. Du glaubst, der ist so schlecht, oder was? Der wird richtig gut sein. Der lauert seine Chance. Heißt nicht, dass er schlecht ist, heißt aber natürlich auch, dass mit Castells einer fehlt und auch natürlich mit Courtois, die mehr Erfahrung haben. Das war eine gute Chance. Das war zum Beispiel... Schau, die muss, wie sagt man so schön, wie sagt die Community, muss er machen. Sagt es die Community, die ich Community. Sag das, jeder sagt das, die muss er machen. Genießt na, schau, noch. Wenn er sich da gescheit reinhaut. Na, schau, na das wie hat er schlecht gemacht. Machen müssen? Ja, komm, er hat du hättest ihn gemacht. Ja, der Verteidiger hat geblockt. Ja, aber da muss er sich vor ihm hinhauen einfach. Ja, er muss vor ihm zum Kopfball kommen. Genau, richtig. Das hat alles mit Timing zu tun, Leute. Flanke war gut. Flanke war sehr gut. Schade. Ronaldo hätte ihn gemacht. Ja, du bist halt dann bei ganz anderen Niveau. Ne? Aber sagen wir bitte, ganz anderen Niveau ist Ronaldo, 38, Marktwert jetzt? 15 Millionen. 15 Millionen, ja schau. Okay, aber das ist Albi schreibt, ich muss wetten, sonst kann ich nicht schlafen.
Ah ja, haben wir schon geredet mit unserer Community? Ja, haben wir schon, dann aber ein bisschen noch. Wie geht Rieder. Dieses Bingo, möchte privat wissen. Dann also wir schnell. Haben Ereignisse gekoppelt an das Spielgeschehen und wenn die eintreten, dann bekommt ihr den Bonuscode, den entsprechenden präsentiert. Hoffentlich nicht, gleich das erste Tor fällt auf Seiten der Bayern. Okay, das war jetzt leichtfertig. Ja, das ist wie... Aber wie es wieder leicht vorbeizieht, das klingt. Also bedenklich, ja. Gutes Tempo. Glaubst du, Major, muss sich die Mannschaft dann auch erst finden in gewisser Weise, wie es so schön heißt? Aha. Ist ja doch eine... Das habt ihr immer gern da... die müssen sich kennenlernen, oder? Müssen sich kennenlernen. Finden. Schau, die stehen sehr kompakt, die Belgier, lassen uns da auch Platz. Wir müssen einfach denen unser Spiel aufzwingen und müssen schauen, dass wir da auch die Räume vorfinden und einfach unsere schnellen Spieler auch dann in die Positionen bringen. Und dann, so wie wir vorher einfach über die Seite gut durchbrechen, wenn wir dann die Bälle in die Box bekommen und flanken, dann muss einfach erster Pfosten, Zentrum, zweiter Pfosten besetzt sein. Minimum 3-4 Spieler in die Box rein. Ja, ansonsten ist es einmal so ein bisschen abtasten. Seiwald rechts hinten. Ballbesitzphasen. Reinkommen ins Spiel. Ja, Grilic, lass dich fallen, holt die Bälle und dann kann er es verteilen. Aber dann müssen sie einfach auch kommen. Darf ich was zum Rasen sagen? Bitte. Ist sehr schön, finde ich. Ja, also die Optik von hier ist gut, aber ob dann unten am Platz auch so gut ist. Also na, hast du schon oft gespielt auf dem Rasen, oder? Rappelstadion ist eigentlich vom Rasen her immer gut, immer schön. Was mich halt einfach ein bisschen stört, ist die Laufbahn. Ja, okay, die nimmt natürlich etwas Stimmung nimmt weg. Schon ja. Distanz halt zum Publikum ist groß. Feeling, ja. Also ich meine, in Deutschland, in Köln, wenn du da 50.000 hast, ist es eine ganz andere Atmosphäre, wie jetzt, wenn du 50.000 hier im Hubloval hast. Und das ist dann einfach schade. Ich glaube, die Länderspiele, die dann vielleicht jetzt auch in Linz waren oder vielleicht noch in Salzburg oder in Klagenfurt, ist von der Kulisse her besser. Anders, ja, wie da. Aber ja. Der Wippraum ist groß, das ist entscheidend. Buffet gut? Don Co, gutes Essen. Was haben wir denn heute? Du. Wir haben heute einen Google-Up mitgenommen, habe ich gesehen. Leider nicht glutenfrei. Viel Auswahl gegeben. War nicht glutenfrei. Nein, deswegen habe ich schon daheim gegessen. Das ist ein Ballverlust. Zakaria, guter linker Fuß, wie mit dem linken Außenriss spielen. Jetzt Spiel. In die Tiefe. Oh je. Nichts. Einfache, gute Bälle am Mann. Sag einmal, ganz ehrlich jetzt, du bist ja jetzt... Der schnell. Dann so, nicht verspülen. Na, gut gemacht, ja. Gut. Souverän, finde ich. Ja. Als letzter Mann. Ja. Aber lässt sich's, du bist jetzt von auf der Expertenseite und warst ja selbst Spieler, ist schon anders, gell, wenn man so einfach nur drüber redet, oder? Wenn man da sitzen kann und dann blöd reden kann, schon, ja. Ist schon anders, oder? Für mich, weißt du, ich bin jetzt auch als Talentetrainer unten in der Akademie in Burgenland tätig und ich tue mir viele Spiele anschauen und ich achte einfach auf Kleinigkeiten, auf Laufbewegungen. Jetzt auf der letzten Reihe, wir haben 5 Spiele in der letzten Reihe. Dazwischen die Staffelung. Wenn wir einen tiefen Ball spielen, dann muss einer unterkommen, einer muss tief gehen, dass wir da einfach auch mehrere Aktionen sehen. Das ist für mich, so schaue ich jetzt einfach ein Fußballspiel an. Aufbau, alles schön und gut, Spiel lässt sich fallen, wir können jetzt nach außen spielen. Aber wo sind die anderen Stationen? Wer ist in der Bewegung? Wo ist die letzte Kette? Wer bindet wen? Und das ist für mich dann einfach entscheidend, wenn ich dann mit meinen Spielern auch spreche und einfach Aktionen durchgehe, wo sie sich dann befunden haben, wie die Aktion war, wie ich mich dann vielleicht noch besser verhalten kann. Spiele ich den jetzt da auf seinen starken linken Fuß? Der war gut, aber da steht keiner! Ein Rückraum. Das war eine gute Aktion. Schöner Tiefgang. Und ich glaube, da haben die anderen Spieler in der Situation nicht damit gerechnet, dass er den Ball jetzt noch so kriegt. Und Baumgans aber jetzt einfach am 16er. Ja, ja. Und ist keiner nachgerückt. Ja. Schlecht, ja. Schade. Ja, aber die haben ja... Aber das sind die Aktionen, die wir brauchen. Da fehlt aber der Neuner, der Klassische, oder? Da fehlt der Gregoritsch, oder? Ja. Oder nicht? Na, wen haben wir denn vorne jetzt? Ich würde zum Beispiel die Ecken scharf auf dem ersten Pfosten... Alter, wenn wir dich hätten in der Mitte, du 2 Meter Prügel... Da braucht man nur den Ball auf die Birne. Bist du wahnsinnig, ja wirklich, gell? Alles außer dem Fuß. Na, Spaß. Martin Bauer hat schon geschrieben, nämlich der Stefan Meierhofer wäre wichtig bei Rapid, weil Kopftore machen wir fast keine. Da war er super mit dem Kopf und seiner Einstellung. Jetzt, wenn es um Kopftore geht, das wird überhaupt gar nicht mehr drin. Also jeder geht davon aus, dass die Spieler
Kopfbälle schießen, aber es wird überhaupt nicht trainiert, aber urlange bis oben hin. Ich habe gehört zum Beispiel, dass der Erling Haaland ist zu Dortmund gegangen. Hat kein Kopfballspiel gehabt. Ja, und ich habe mir gedacht, geil eigentlich, ja, dafür ist er eigentlich sehr weit gekommen. Mhm. Und hat nur mit links schießen können, hat sich das alles selbst angeeignet. Und das finde ich arg, das ist einfach in den Akademien selbst und so. Warum macht man das nicht? Warum gibt es da keine... Also wird immer von diesem Kopfballpendel gesprochen. Ich kenne das noch. Ich habe das zu meinen Zeiten bei Bayern München damals. Hermann Gerland. Ja, genau. Langer Kopfballpendel. Mistepper. 50 Stück. Ja. Da tut er das war der geilste Typ, oder? Ja, ja. Der war geil, oder? Habe ich schon gehört. Absolut, ja. Harter Hund, aber... Aber der hat aus den Leuten was gemacht, was du brauchst, ja? Ja, und das hat mich weitergebracht. Wird in der heutigen Zeit nicht mehr so praktiziert. Stimmt, ist richtig. Warum nicht? Aber wir haben jetzt andere Trainingsmethoden auch. Wir haben jetzt zum Beispiel gestern doppelter 16er, zwei Tore, Ausgangssituation, langer Ball auf den Außenspieler, verarbeiten mit ein, zwei Kontakten, maximal letzter, dritter Kontakt, Flanke, Tor mit dem Kopf. Du könntest es einfach, Volley doppelt, wenn er einmal auf den Kopf kommt und draußen rein, einfach. Und, komplizierter geht es nicht mehr, oder? Ich habe den Jungs gleich mal die ersten zwei mit dem Schädel reingehaut, damit sie wissen, wie es funktioniert. Das ist ein Wahnsinn. Aber bei Niederlagen merkt man sich besser. So nach diesem Motto, oder? Wie bitte? Hohe Niederlagen merkt man sich besser. Definitiv, ja. Wie geht Bingo? Okay, jetzt wollen wir einfach... Probierst du es mal, Chris. Nein, ich wollte mal vielleicht unsere Zuschauer fragen, wie die wissen, wie das Bingo-Spiel funktioniert. Sollen wir? Wie viele Zuschauer haben wir denn jetzt im Schnitt? Wir haben mehr, als du jemals zählen kannst. Also lass das einmal. Sollen wir schnell Insta aufmachen und live gehen? Und die das wäre geil. Ah, das wär mal machst was, du das oder? Mal? Ja, du, beim letzten Mal hast du mir angerufen, da bin ich im Bett gegangen mit der Tochter und die hat geschlafen. Wirklich? AJ braucht die jetzt. Ja, aber die haben gesagt, ich soll dich anrufen einfach. Ja, und du hast mir dann sogar auf die also einen Sprachnachricht geschickt oder auf der Ja, ich habe da was geschickt, das ist mir zurück. Du hast mich zurückgerufen, aber ich habe dann absichtlich nicht abgekommen, weil die Sendung schon vorbei war. Ja. Warst schon daheim. Ja, ich habe dich nicht mehr braucht. Ja, ja. So ist er, der Chris. So ist er gemein. Ja. Er ruft nur an, wenn er was braucht. Hast du das Mikrofon oder hast du das gefunden? Nein, mir ist gerade so langweilig, deswegen. Wie viel steht's? Eigentlich ist das Spiel aber relativ unterhaltsam. Der Sessel ist einfach so unbequem, dass du sagst, ich hau mich auf die Couch. Ne? Ich weiß eh, wie es bist. Kein Problem. Nach 10 Minuten macht er schon. Geil, Alter. Das muss man auch machen. Oh, auf der Couch ist schon geil. Ist schon angenehm, finde ich. Schon gut, gell? Ich finde, von da schaut es auch cool aus. Haben wir schon Tor geschossen? Nein, noch immer nicht. Aber Österreich gut im Spiel in der Anfangsphase. Ja, sehr gut. Schauen wir jetzt, da dritte Ecke nach 10 Minuten. Aber um was Positives hervorzuheben. Die Null steht. Die Null steht, erstens. Und weißt du, was ich wirklich positiv finde? Da mache ich immer einen tollen Vergleich. Warte mal, kurz mal Corner mal schauen, weil jetzt ja, kommt nicht der... nicht nur Corner, Chris. Corner. Sondern auch Bonuscode. Also Bonuscode, ja. Bonuscode. Bonuscode, Leute. Applaus. Applaus. Ja. Und nächste Möglichkeit. Weltklasse. Abtasten 3. Okay. Chris, kannst du schon eintippen? Abtasten. Moment, ist mein Handy? Also ist dein drei. Handy. Keine gelbe in den ersten 5 Euro, Minuten. Oder? Links oben. Hab 3 ich gesagt. Euro. Hab 3 ich gesagt. Euro? Links oben ist klein. 3 Euro. Abtasten 3. Okay, jetzt zu meiner positiven Geschichte. Und zwar, ich finde es sehr positiv, dass der Ralf Rangnick, trotz der Tatsache, dass so viele ausgefallen sind, normalerweise hörst du immer Trainer, die meckern dann nur. Na, das geht da. Wie der Tuchel zum Beispiel letztens sich aufgeregt hat, dass er keinen Sechser gekriegt hat. Ja, Interview, immer negativ. Nein, immer meckern. Verstehst? Und der Ralf geht einfach vor, sagt, es ist so, wie es ist, wir nehmen das an und dann schauen wir, was rauskommt. Aber die positive Seite einfach beleuchten und auch sich mit gewissen Sachen, diese klassische österreichische Mentalität, dass man sagt, ja, man gewinnt vielleicht, keiner uns steht 0-0, 1-0 und er sagt, nein, er will immer mehr und er bringt wieder diese Siegermentalität, auch das, was du hast, lieber Herr Mayrhofer, weißt du, dieses, okay, think big, out of the box, weißt du, was ich meine? Und das finde ich positiv und das muss man einmal ansprechen. Wie findest du das, lieber Herr Mayrhofer? Ja, also das ist ja Jammern auf hohem Niveau dann bei uns, auch wenn das machen schon, würde. Ja. Wir haben einfach eine unglaubliche Qualität, was unsere Spieler momentan betrifft, im Ausland. Es sind ja, du hast es vorher erwähnt, nur zwei Spieler aus der österreichischen Bundesliga mit Zakaria und mit Schlager. Mit noch weniger über die Bühne gehen, muss man auch sagen. Oh, ihr habt gerade das verpasst. Quatsch, danke. Mhm. Was habe ich gesagt? Schnell Spiel aufpassen, nicht gut verteidigt. Und... 0-1, 11. Minute. Dafür Bonuscode. Dafür Bonuscode, ne? Für uns schlecht, dass es 0-1 steht, aber
Nach 12 Minuten. Zumindest etwas Positives daran. Es klingelte erstmals, wenn auch auf der falschen Seite. Na bumm, Rufzeichen. Okay, wer soll das ausgleichen? 3 Euro. Ein Bonuscode und ein... Platz erwarten. Unnotwendiger Gegentreffer eigentlich, vor allem weil Österreich die Partie bis dahin ordentlich im Griff hatte. Das ist doch das, was wir vorher angesprochen haben mit Luke Bacchio, einfach ein Stürmer, schauen wir kurz. Extrem schnell ist. Unscheinbar die Situation. Er kriegt rechts außen den Ball und jetzt steckt dann durch, überläuft ihn. Also das ist ja von, das ist Lienhardt, gell? Ja. Durch die Gurke, da musst du den Gegner besser erstellen. Ja, und, aber er hat irgendwie wegdrängen, oder? Aber er hat es offensiv auch sehr gut gelöst, musst du auch sagen. Das darf er nicht vorbei. Vielleicht anders lösen. Also er wollte es anders lösen, bleibt aber in der Aktion glücklich. Guten Linken, schöner Abschluss. Also Schlager da chancenlos. Den hat er einfach dann. Ja, aber der darf nicht so vorbeilaufen. Nein, das meine ich ja. Und das ist einfach dann, der ist halt einfach extrem schnell. Und da musst du als Spieler entweder vorher schon in den Zweikampf gehen, aber... Dann ins Laufduell gehen, wenn du nach hinten läufst, kannst du das Tempo so nicht mehr aufnehmen. Schwierig, extrem schwierig. Aber vorher schon umhacken. Aber trotz allem... Nicht faul machen. Ball oder Bube, oder? Boom. Muss so ist es, taktisches Foul, oder? Wäre absolut zu verteidigen gewesen, die Situation. Voll finde ich auch. Weil wenn du dort ein Foul machst, gibt es nicht eine Karte. Das ist einfach dann ein Foul, außen, voll. Danke, tschüss, er hat sich erledigt. Wenn er sich nicht ganz blöd anstellt, ja. Aber Lienhardt... Aber der spielt doch bei Freiburg, oder? Spielt seit Jahren in der deutschen Bundesliga, spielt bei Freiburg. Wirklich solide, Woche für Woche, auch international. Na, das ist nichts. Schade. Unnötig, wäre absolut zu verhindern gewesen. Das Positive links oben, es geht noch lang genug. Stimmung ist schon im Keller. 77 Minuten. Ja, also ich hoffe, dass die... Schau. Ist im Stadion auch so leise, da haben wir die gelbe Karte. In Sachen Bonus gerade Glück gehabt. Ja. Weißt du, so, jetzt fange ich einmal zum Auszucken. Jetzt, geil. Nein, weißt du, was mich stört? Unnötig. Nein, dieses mit dem Schiedsrichter meckern. Was soll, warum dieses Rumgelaber? Nimm die scheiß Karte. Entschuldigung. Nein, schau. Du musst mich zurückhalten. So wie sich Grilic gerade verhält, danke, hat er ihn nicht erwischt. Schau dir die Situation nochmal an. Er will ihn, aber er kommt nicht mehr hin. Nein, ich werde... Entschuldigung. Schau. Okay, na. Ganz wo ist der VAR? Wo ist der VAR? Minimal. Er macht minimal. Auch mehr als VAR. Dass er ihn erwischt ihn am Ende. Am Boden. Minimal. Ja, stimmt. Okay. Da ist für den Schiedsrichter nicht schwer einzuschätzen. Ja. Von der Aggressivität her, er rutscht hin, 3-4 Meter, pack, boom, nimmt den Gegner. Kann man meckern. Im Mittelfeld, eigentlich in der gegnerischen Hälfte, weit in der gegnerischen Hälfte. Von Grilic eigentlich blöd auf seiner Position, jetzt schon nach 14 Minuten gelbe Karte. Ja, aber das ist ein bisschen Körperkontakt, darf schon ein bisschen dabei sein, oder? Man muss mal gleich eine gelbe. Ja, aber wenn ich mal eine gelbe hole, dann muss ich das dagegen auch merken. Ja, aber der hat sich da nichts gemerkt. Der hat sich gar nichts gemerkt. Das war rennt weiter. Ja, nimmt er gut an. Nimmt er gut an, ja. Nur für Grilic ist jetzt da die nächsten 75 Minuten einfach aufpassen. In jeder Spiel Aktion. Auf Messerschneide. Ja. Ein Drahtseilakt. Das wäre für uns natürlich der Super-GAU, wenn der jetzt da vielleicht, keine Ahnung, noch 10, 15 Minuten brav mitkickt. Und schau, dann, jetzt pass auf der Rüber. Schau, der stellt den Körper rein. Ja. Eieieiei. Der ist anders gebaut. Der ist anders übersetzt. Aber Offensiv-Foul da geben ist auch... Okay, da bin ich wieder. Ich wollte schon fragen, was hast du in Erfahrung gebracht? Oder ja. Das nächste Mal, wenn du aufstehst und du auf die Couch gehst und es fällt wieder ein Tor, dann bleibst bitte dort sitzen. Ja? Oder gehst du auch also überhaupt für die weniger, meine ich. Gell? Außer nein, aber grundsätzlich finde ich das Meckern anstrengend irgendwie. Dass man stundenlang mit dem Schiri diskutiert, das bringt, das ist ja unnötig. Weißt du, ich meine, nimm es einfach. Und vor allen Dingen, es gibt immer so Szenen, wo die einfach so klar sind, und immer das. Ja. Am besten sind die Italiener, gell? Am besten zu sieben vom Schiedsrichter dann auftreten. Ja, ja. Das ist schon. Aber also, Mama hat doch gesagt, das muss man auch wegtrainieren. Ich finde, das ist noch die Aufgabe des Trainers, dann zu sagen: Erster Kontakt. Siehst du, das sage ich meinen Spieler noch. Mein Leimer spielt bei Pern. Was ist der wichtigste Ball? Der erste Ball. Der erste Ball. Ball. Und wer spielt den besten ersten Ball? Der Müller. Thomas Müller. Ist so. Schaut aus wie ein Kreisligaspieler, aber heute. Körperlich bist du besser. Na, der hat innere Power, ist schon besser aus natürlich, ja. Aber.
Und das der ist kräftig. Nein, aber das, weißt du, mich stört. Alles top. Nein, aber die sagen immer so, ja, weißt du, man muss Oberkörper stark und so, aber schau dir mal den Müller an. Also der Müller schaut jetzt nicht aus, als wäre er jetzt da die Mega-Maschine oder so. Aber trotzdem, der hat so eine innere Kraft. Ja. Und der weiß auch im richtigen Moment, wo er den Körper einsetzt. Genau. Und kann die Bälle sichern, wie er einsetzt. Ja. Also. Müller erster One-Touch ist... Hey, okay, flüchtet ihr schon? Unser Publikum ist weg, können wir das zeigen? Nach 17 Minuten verlässt das Publikum unser Studio. Paukenschlag. Steht das im Bonuscode? Wo ist der Bonuscode? Ist das ein Event, was stattfinden darf? Na, oder? Darf stattfinden, aber gibt keinen Bonuscode. So eine Scheibe. Schade. Das mal soll Aktion, ich die oder? Bank kurz auffüllen oder soll ich bei euch bleiben? Wie du möchtest. Ja, du kannst dich hinlegen. Ja, du hast die berühmte Narrenfreiheit. Du kannst machen, was aber nicht du aus. Magst, Major. Gell? Major. Nein, ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil wir noch immer eigentlich gut in der Partie sind, aber... Was fehlt? Das Tor. Ja, aber was fehlt, damit man vorne... Schon, wir haben nicht einmal einen einzigen Abschluss gehabt bis jetzt. Aber es ist auch schwierig, weil... Ja, den Kopfball, die dann so nicht also die Ecke... hat er nicht gut platzieren können. Belgier stehen auch sehr tief, das ist natürlich auch. Sehr tief, natürlich, wenn du das 1-0 machst, spielt ihn dann auch wieder voll in die Karten. Da muss er durchgehen. Schau. Und das ist es. Da fällt der Ball runter und da wäre Müller gestanden. Der Müller wäre gestanden. Der wäre doch wieder gestanden. Irgendwie rein. Müller ist der Maulwurf, hat Cedric geschrieben. Schau, wie viel Platz. Und genau auf diese Aktionen heißt es dann eben besonders aufzupassen. Schau mal 9 an, der geht durch. Und dann geklärt von Lienhardt. Gut verschlechtert, ja. Man merkt aber, die haben einen leichten Geschwindigkeitsvorteil, kann das sein? Ja, auch frisurtechnisch sind sie uns ein bisschen überlegen. Muss ich ganz ehrlich sagen, die Belgier top. Schöne Männer haben die einen oder anderen. Das sind die Bälle, die darfst du nicht verlieren. Katastrophe. Ja. Aber der Demokrat schreibt auch, Belgien ist sehr stark als Team, schade. Aber aufgeben... Ist, glaube ich, nein, die falsche Option. Aber soll ich mal sagen, es gibt ja immer wieder so Bälle. Ah, unser Publikum. Applaus für unser Publikum, was wieder da ist. Yes, yes. Jawohl, Dankeschön. Schau, 1-1. Das war gut. 1-1, du kommst, Zakaria. Opa, Schabe. Nicht abschalten, Tommy. Ihr auch nicht abschalten. Das war gut. Das war nice. Luca Edelhofer ist einfach leiwand. Ist jetzt auf Twitch ein neuer Follower. Christoph Urbas, wir drehen das. Apropos Christoph Urbas, er hat uns ein Foto geschickt vom letzten Mal von seinem Gewinn. Das können wir herzeigen, der liebe Christoph. Jawohl, Christoph. Mit dem Trikot der Vienna. Wow. Applaus für Christoph. Ja, wo unser Publikum kommt. Und hinten oben das Straßenschwein, siehst du das? Sehr gut. Österreich gewinnt, schreibt Ehren. Darauf hoffen wir natürlich nach wie vor. Oh, das war gut, der Schuss war saugut. Ja. Aber jetzt. Aber auch wenn der nicht drinnen war, genau solche Momente braucht er auch als Team. So, das ist der Muss drauf. Immer dranbleiben. Weil der Torwart wird nervös. Er wird nervös und vielleicht. Gell, aber die Ziele laufen auch nicht durch. Leider. Bremsen vorher ab. Leider. Ich habe viele wirklich unnötige Meter gemacht, ja. Aber irgendwann ist es ausgegangen, gell? Irgendwann lohnt sich. Irgendwann. Jetzt, Angriff. Halbfinale, DFB-Pokal. Jetzt sind mal die Belgier aufgerückt. Daheim. Druck! Gegen Cottbus ab und Wester. Boah! Wieder. Schau, da das an. Also nicht böse sein. Das war gut. Heiß, 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 heiß ist der Ball. Heiß. Das war gut. Darf ich dir auch nachschenken? Oder? Ja, schenk ich nach. Ich brauche einfach mehr Wasser. Schenk nach. Das ist eine hitzige Partie. Aber ich finde das super, eine richtige Torschance. Das schaut gut aus. Du hast ja alles gute Spiel, Leute. Gute Spiel, Leute. Jetzt auf einmal, vor 5 Minuten warst du enttäuscht, hast dich drüben auf die Couch geworfen und jetzt ist alles wieder super. Seitdem der Griff wieder bei uns in der Mitte. Jetzt funktioniert es wieder. Jetzt, dreh auf! Ruhe. Heide damit! Du musst dich konzentrieren. Geht schon. Das sind halt dann die kleinen Unterschiede. Wir kommen dann auf der Seite durch und dann müssen wir die Bälle auch einfach an den Mann bringen, in der Box. Die Aufteilung war jetzt, glaube ich, ein bisschen besser wie vorher. Trotz allem, wenn wir jetzt von so tiefstehenden Belgiern reden, wenn Österreich den Ball hat, fehlt dann nicht trotzdem einer so wie Gregoritsch? Ich weiß, Rangnick hat gesagt, Mannschaft top, die da ist, ist auch klar so, aber dennoch, gerade bei diesen Aktionen, hohe Bälle von der Seite,
Schau jetzt, ja jetzt, genau jetzt, jetzt. Genau, oh, jetzt. Da hat aber nicht geschaut. Na, auf gut auch. Glück. Müller hätte den drüber gelupft. Müller ist Weltklasse. Warum Müller ist Maulwurf? Bei Müller? Ja, weil ich Müller ist... Ich bin in Amerika heute, gell? Um 2 Uhr in der Nacht, oder was? Das geht ja aus, ich bleib da. Ich trinke noch Cola mit euch. Kann einschlafen. Nein, aber wir sind die aktivere Mannschaft. Jetzt ist es einmal definitiv. Aber es spielt dann einfach den Belgiern richtig in die Karten, lauern auf diese Umschaltsituation. Und dann gibt's schon... Ja, schau mal, das sind diese Ballverluste, das ist unnötig. Du Ballbesitz, 63-37. Ballbesitz schießt keine Tore. Aber wenn du den Ball nicht hast, schießt du auch kein Tor. Boah, bitte komm, sag was jetzt bitte drauf, weil ich glaube, das ist super gescheit. Sag irgendwas drauf. Weil ich glaub, das ist man kann das auch einfach so im Raum stehen lassen. Ja, okay. Man muss nicht du immer denkst, was stimmt, sagen. Du denkst ja was, ich denke mal was. Aber mich freut, dass die Community eifrig über das Spiel diskutiert. Oh, Code, Hassan, Code, Jackie, Code, Helena, Code. Wow. Sag einmal, habt ihr überhaupt... Roman, um Gottes Willen, keinen Code mehr. Ja? Code, Code, Code. Jimmy, Code, Kaya, es Code. Geht hier um die Expertise. Andere Seite, geht Tempo, schon Tempo, geh mal, komm mal, schneller. Ja, das ist so. Ah, das ist zu scharf. Admiral ist Beste. Ja. Da, Wettgutschein. Kann ich unterschreiben. So, weiter geht's. Wettgutschein. Etwas Liebes. Schreibt, okay, folgender Deal. Code, ja, aber ihr müsst was Liebes reinschreiben. Schreibt mal was Liebes rein. Schreibt rein, ich liebe dich. Zum Beispiel. Oder wir lieben euch. Oder zum Beispiel. Oder einfach Sie nur, lieben ihn. Oder einfach nur Herzchen. Schickt uns Herzchen. Ein gefällt mir Button. Geht schon. Ich warte drauf. Beste Show. Ja, liebe dich. Code. Liebes, liebes, ich liebe dich, Jürgen Greil. Jürgen! Wow. Ich liebe dich nicht, schreibt der Jimmy. Er hat auch seine Jimmy Gründe. Hoffa, was? Jimmy Hoffa ist online. Jimmy, nein, Jimmy Hoffa ist nicht online. Schade. Beste Show. Boah, da geht's ab jetzt. Jetzt geht's richtig ab. Wir lieben Stefan, Martin, das ist für mich dann eigentlich mehr eine gelbe Karte. Was denn? Und Küsse kriegen wir auch schon. Er hat sie eh gekriegt. Hackern. I love you, baby, Hakan. Schreibt ja, sie kriegt die gelbe. Cool. Vasile. Ich liebe Admiral Bonuscourt. Ja, Wahnsinn, da, jetzt geht jetzt. Stück. Einfach genial, Maximilian ich, jetzt, Gruber. Jetzt muss man gut liefern. Die Chancen wären schon da, dass man da was? Von etwas sprechen könnte. Schaut diese Bälle aus an. Ruhe in der Ball. Was ist denn das Nächste? Ja, schauen wir aufs Bingo. Schauen wir bitte aufs Bingo, bitte. Bringen wir das jetzt. Zwei sind ja schon belegt, ne? Ja. Es könnte gefährlich werden. Erster Doppelwechsel. Ne, das haben wir dann vielleicht. Beide Teams treffen. Das passiert noch. Beste Stimmung. Das werden wir hinbekommen. Ja. Ein Spieler wird ausgeschlossen. Schwierig. Was ist das links unten? Puh. Nein, ich schreie mal gar nichts. Stefan Meyerhofer schreit. Es fallen 4 oder mehr Tore, würde man taugen. Österreich gewinnt das Spiel sowieso. Naja, ja, Chris, du musst jetzt was machen. Du musst jetzt den Major dazu zwingen oder dazu bringen, viel eher. Dass er ich muss einmal unserem Publikum sagen, ihr seid großartig und ihr müsst ein bisschen Geduld haben jetzt. Ja? Geduldet euch. Das ist euch wieder einmal, klassisch. Ja? Zuerst groß, teasen. Wir bringen Code, Code, ja, Code. Ja, ja bringen wir eh. Code, Code, aber wir müssen, müssen warten. War schön vernascht. Ha? Schön ja, vernascht. Ja, ja. Spielt er? Ja, boah. Boah, jetzt wird es jetzt brennt. Jetzt. Ausgerutscht. Na, das ist der Rasen. Der super Rasen. Der ist super Rasen. Uiuiui, steig drüber, jetzt komm. Steig drüber. Geh, 4 gegen 3. 4 gegen 3. Lauf rein! Nein, nein, das war nicht genau gut. In die Hände. Weißt du, da fehlt der Mut. Warum geht er nicht rein? Warum rennt er nicht rein? Schon an. Hopp. Außen, Außenseite. Seibold von Arsch, ja. Hopp. Boah. Und vorbei. Er will ja noch. Er will es faul machen jetzt und der kommt nicht mehr hin. Schau, er geht nicht auf. Aber das ist auch einfach Qualität dann. Das muss man auch. Das ist technisch wirklich stark. Erster Kontakt. Hopp, und jetzt laufen. Und jetzt Tempo, gell? Tempo auf die Kette. Schau. Der spielt nicht der Austin leicht. Der nimmt den Lukaku mit, weil er weiß. Ist aber auch richtig. Ja, der kann die Bälle da richtig gut festmachen, gell? Oh! Boah. Nicht ungefährlich. Liebe Grüße Ecke aus Graz. Liebe Grüße zurück, lieber Elvis. Elvis! Oh, na, na, na. Oh, na, na. Jetzt fängt er an zum Singen. Oh, na, du musst na, aber das Richtige na, singen, wenn du singen musst. Ciao. So. Oh, na, na. Der wollte mir. Boah, der Zehnte steht 3 Meter vom Tor, gefällt mir. Sage meinen Spielern immer, ihr müsst wissen, wo der Tor kann steht. Kann man das trainieren? Ja, das kann man trainieren. Und wir kann man Flatterbälle auch trainieren? Mit der Breitseite. Nein, so wie der Ronaldo würde ich gerne mal schießen. So Flatter. Ja, das geht sie mit deinem Bizeps nicht aus. Das ist von der Körperlichen aber das habe ich überhaupt nicht möglich. Aber Roberto Carlos, so dieser Drehball, der sich da dreht.
Wie macht das? So was sieht man gar nicht mehr, gell? Das ist einzigartig, oder? Aber das kann man doch trainieren. Ja, definitiv kann man es trainieren. Aber es will keiner. Es will keiner. Es will keiner trainieren, schau. Schlager. Lukaku steht. Okay, ja, das okay. Ist ein Ball. Jetzt ein Ball. Ball. Wo ist er? Nein, der kommt nicht nach. Traut sich nicht aus, der Dormann. Wer rückt nach von uns? Keiner. Das ist. Jetzt kommen wir. Wenn wir da schon dick früher kommen, dann ist der lange Verteidiger. Seiwald, glaube ich, spielt. Ja. Rechts hinten. So, jetzt kommt der lange Ball und jetzt müssen wir da sein. Jetzt ist. Wir müssen den Gegner zum langen Ball zwingen, dann sind wir eh wieder in der Position. Aber okay, steht einmal 1-0, das ist einmal nicht so arg. Na? Hotzi schreibt alles auf Österreich: Haus, Garten, Auto. Ja, Hotzi, gute Idee. Ich bin dabei. Kannst du nochmal bitte vorlesen? Hotzi schreibt alles auf Österreich: Haus, Garten, Auto, Frau. Das wollte ich noch auslassen. Ach so, das aus. Schreibt Hotzi, ja. Elfmeter Portugal. Anderes Spiel. Haben wir Konferenz heute? Oh, schweres Foul. Ja, nimm, setz dich hin, sag danke. Aber wir sind noch immer sehr, das Spiel ist noch spannend, oder? Haben wir Live-Tabelle? Brauchen wir nicht. Belgien, aber wenn wir das verlieren, dann sind wir trotzdem noch dabei, oder? Wir sind noch trotzdem gut dabei. Ja, als nur dabei. Wir fragen an Ralf Rangnick. Frag den Teamchef. Wir haben Frag den Major. Ich wollte gerade sagen. Frag den Major. Fragt mir einfach. Also, schickt aber Fragen. Liebes Publikum, habt ihr Fragen? Ja. Hat die Community vor Ort Fragen? An unseren Major. Soll ich mich zu euch setzen? Komm jetzt. Ja, setz dich. Da hinten ist das Mikro. Wo ist das Mikro? Mikro ist hinter dem Fernseher versteckt. Ja, das ist ganz ehrlich, da schaue ich drüber. So, ich brauche kein Mikro. Bin bei euch. Nehmt es mir auf in die Runde. Das ist simpel. Vielleicht bringst du mehr Glück. Ja. Der Chris geht sowieso nicht mehr rüber. Der darf nicht mehr rüber, ja. Der Major will nur rüber, weil es so unangenehm ist zum Sitzen da wahrscheinlich. Ich spiele jetzt Major. Du mal rüber. Gibt es irgendwelche Fragen? Bitte. Wunschlos zufrieden. Fragt es mich. Weißt du keine mehr, Teamchef? Boah, gute Frage. Also ich habe jetzt da die... Du hast ja ein Mikro. Ich brauche kein Mikro, kann man noch irgendwas. Ne? Ich habe die A-Lizenz jetzt. Du hast ja A-Lizenz jetzt. Ich gebe meine Unterlagen jetzt ab im Anfang November. Möchte mich für die Pro-Lizenz anmelden, die dann nächstes Jahr im Sommer startet. Und sobald ich im Pro-Lizenz-Kurs bin, darf ich alles trainieren. Somit auch quasi das Nationalteam. Aber das wäre jetzt sehr weit hergeholt, mit jetzt 41 Jahren zu sagen, ich möchte Teamchef werden. Klein anfangen, Step by Step gehen. Aber wäre schon eine Riesenaufgabe irgendwann einmal beim Teamchef. Also beim Nationalteam als Trainer arbeiten zu dürfen. Ich glaube, du wärst ein guter Trainer. Freut mich, danke. Weißt du, ich glaube, du bist so ein Typ wie Sandro Wagner. Ah, okay, guter Vergleich. Ich habe mit Sandro gespielt, also er hat viel von mir gelernt. Er hat mit mir spielen dürfen, Entschuldigung. Ach, Grüße, ne? So was, ja. Ja. Nein, ich glaube, du bist wirklich ein guter Trainer. Ich glaube, du bist mit den Spielern auf Augenhöhe, glaube ich. Wirklich jetzt? Hast du dir denn überlegt? Ja, wenn ich mich hinten... Also jetzt nicht, aber nicht. Wenn ich mal die Schuhe bin. Dann will ich einmal was Seriöses loswerden. Ja. Und selbst das einmal das funktioniert, ist nicht seriös bei dir. Katastrophe. Nein, ich glaube wirklich, ich glaube, das kann gut funktionieren. Ich kann dich da gut reinversetzen in die Jungs und kannst dich gut motivieren und bist 18 nicht so Jahre, 18 ja. Jahre Profifußball. Ja, das brauchst du mir nicht erzählen, das weiß ich eh. Weißt du nicht. Ich habe recherchiert. Sag 5 Vereine, wo ich gespielt habe. 5? 5. Bayern München. Millwall 21 Schneller. Spiele, 3 Tore. Köln und WSG 14 Spiele. Bayern 2, 42 Spiele. Wolverhampton. Ja, aber die Liste ist ja runter. 9, Duisburg 32, 12. Krems auch, oder? Krems? Richtig, schau, er holt die Klassiker holt er raus. Bist du deiner letzten... Stadion. Die erste und die letzte, habe ich immer gemerkt. Die letzte Station, habe ich immer gemerkt. Die letzte, da sehen wir nochmal das Gegentor. Da, der Kontakt dann noch im Fallen. Schade. Boah, das war ein richtig schönes Tor weg. Ja. Also. Darf so auch nicht passieren. Nein, ist zu einfach, ja, ist zu einfach. Schade. Das ist halt dann... Sonst noch irgendwelche... Anregungen von euch. Habt ihr noch Fragen? Ich könnte natürlich alles fragen. Ich bleib sitzen, aber es ist wirklich gemütlich. Ohr möchte Hocker wissen. Was, wer? Ohr. Das Ohr. Wann wirst du Rapid-Trainer? Puh. Ich glaube gar nicht. Ja, okay. Ich habe eine Red Bull-Vergangenheit und deswegen ist das dort
denen ein Dorn im Auge. Ja. Aber wäre eine reizvolle Aufgabe. Definitiv. Ich stelle mich Herausforderungen. Ja. Vielleicht als Spieler der letzte Meistertitel und dann vielleicht irgendwann einmal in ein paar Jahren als Trainer den Meistertitel zurückholen nach Hütteldorf. Hätte Flair, oder? Hätte was, ha? Ja, jetzt muss noch mal klein anfangen. Naja, das heißt, du meinst, bis dahin gibt es für Rapid keinen Meisterteller. Wie bitte? Ich habe dich jetzt nicht verstanden. Ich auch nicht, was? Du hast mich schon verstanden. Ich höre schlecht. Was. In der Zwischenzeit glaubst du, gibt es für Rapid einmal in den nächsten Jahren noch keinen Meisterteller? Nein. Noch keinen. Wenn Sie so weiter. Ich würde jetzt einmal, aber ich trainiere mal die U8 oder so und dann. Ja, ich bin ja in der U15, U16 und U18 in der Akademie. Ja. Ja. Und habe da schon den einen oder anderen guten Spieler dabei, wo ich sage, der hätte. Boah, der erinnert mich an einen Spieler von mir. Ja. Der probiert auch immer so ganz kreative Sachen. Ja. Aber einfach, Hermann Gerland hat immer gesagt, 45 Grad Winkel, Ball aufs Tor kriegen, genügt. Voll. Ja. Ich finde, der hat alles einfach so. Das ist einfach wirklich aufs Einfachste reduziert. Es ist mittlerweile alles viel zu kompliziert. Es wird in der Zwischenzeit oft, ich sage es dir, totgesprochen. Ich bin ja, voll. Eineinhalb Jahre bei Rapid gewesen. Ich habe in den eineinhalb Jahren unter Peter Backl bei Rapid mit Abstand die meisten Tore damals gemacht in meiner Karriere. Die weiß nicht, wie viele Spiele gewonnen. Wir haben keine Videoanalyse gehabt. Hat es nicht gegeben. Nicht geben, ja. Wir waren am Platz die Zeit. Ja. Nicht drinnen und Video anschauen, ja, und nochmal, ja, drüber reden und Taktik hier und Taktik Matchplan, da. Matchplan, bla bla bla. Wir waren ein richtig cooler Haufen, wir waren eine richtig gute Truppe und haben einfach Fußball spielen wollen und Spiele gewinnen wollen. Wir wollten Tore schießen und das, ja, ist mal das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Keine Tore bekommen. Genauso. Eins mehr machen wie der Gegner, danke. Ne? Drei Punkte. Frei. Ist das zu kompliziert, Chris? Ja, ich finde es mittlerweile, es ist zu kompliziert. Und mittlerweile wird alles tot analysiert und das führt dazu, dass vor allen Dingen bei jungen Spielern die anfangen zum Nachdenken und dann dieses ganze Intuitive verloren geht. Und das ist schlecht. Mich stört auch, und das sage ich meinen Spielern auch, wir haben einen Plan, Trainer gibt eine gewisse Taktik vor, aber du bist am Platz. Du musst am Platz spüren, wie funktioniert das, könnte das jetzt passen oder könnte es nicht passen. Wir wollen immer rausspielen, wir wollen immer Fußball spielen. Aber hey, wenn der Gegner gut zustellt, stell auf, schlag den Ball an. Also diesen Satz verstehe ich nicht. Was? Diesen, wir wollen immer Fußball spielen. Verstehe hast du mit Dominik Prokop schon mal... Warum sagt man sowas? Was macht man wollen. Sonst? Wir wollen Fußball spielen, ja, wirklich. Ball laufen also, lassen. Ne? Ja, aber was heißt, wir wollen Fußball spielen? Natürlich, was willst du sonst spielen? Also, was ist die, ja, deswegen ich verstehe das nicht. Deswegen sagt er, er will das spielen. Ist einfach... Nein, komm, wievielte Show diese, ist das von dir jetzt? Wievielte Show ist das? Soll ich dir jetzt Fußball erklären? Sei mal nicht böse. Du verstehst mich wahrscheinlich nicht. Nein, ich weiß, was du meinst. Ja. Sind einfach, was soll das sein? Wir wollen Fußball spielen. Jeder gibt ein Interview. Nein, wir haben heute nicht Fußball gespielt. Achso, wir haben es so gemacht. Nein, man hat eine gewisse Grundvorstellung, Idee von Fußball, bevor man in das Spiel reingeht. Und wenn der Gegner einen dazu bringt, quasi, dass man sein Spiel nicht durchzieht. Was hast du für eine Ausbildung, wenn ich fragen darf? Also auch A-Lizenz? Ist das wichtig? Nein, so wie deine Fußballexpertise. Nein, ich wollte. Nein, also erklär nochmal. Was ist wichtig? Ich glaube, dass man die Spielidee durchbringt. Das was der Stefan auch, glaube ich, schon und gesagt das hat. Das geht hin und wieder nicht, weil es der Gegner dann einfach sehr, sehr gut macht und vielleicht auch dein System vielleicht kopiert oder einfach die Räume schließt. Mhm. Man muss einfach sagen, okay, was bietet mir der Gegner an? Und wenn der Gegner einfach extrem hoch steht und in der letzten Kette vielleicht nicht die schnellsten Spieler hat, dann muss ich diese Kette überspielen und mit meinen schnellen Spielern reingehen. Ganz einfach. Das muss ich aber erkennen als Spieler am Platz und nicht sagen, wir tun jetzt nur Tiki-Taka-Fußball spielen. Kannst du mir jetzt folgen? Also ich kann wenn ich seinen Erfolg, Blick ja. deute, nein. Nein, schau, ich mache das so, wie Cristiano es gemacht hat. Einfach. Ich spiele mein Spiel durch. Was gib ich mir mein, den Ball, ne? Gib mir den Ball und ich renne bis zum 16. So und dann drücke ich mein? Jovic, oder? So. Bei Frankfurt. Fertig. Bratisch. Ja, Rebic, Ante Rebic, ja. Bratisch, Ante Rebic. Da geht's. Setz dich hierher, Chris. Soll ich mich ersetzen? Ja, aber pass auf, das Studio war so auf dem Boden. Danke. Hau nichts um, mach nichts kaputt, gell? Wann kommst du wieder zu uns eigentlich? Nein, mir taugt es ja wirklich, ich warte noch, ob vielleicht noch eine Frage kommt. Das ist aber vertraglich nicht so ausgemacht, dass du da hinten sitzt. Geile Community. Komm sofort wieder vor. Das 07 damals in Salzburg. Ja? Warte, du brauchst ein Mikro. Mikro müsste irgendwo sein. Jetzt. Das legendäre, sage ich einmal, das 07 von Rapid auswärts zu Ostern. Zu Ostern, genau. Wie ist denn das überhaupt zustande gekommen? Wie hat man denn das angenommen bei euch?
Wir sind im Bus eingestiegen, haben die DVD reingehauen, haben uns die Partie nochmal angeschaut am Weg nach Wien. Und viel besser. Es hat bei Rapid damals im Bus Kajausen geben oder Getränke oder so. Das haben wir uns immer selber mitnehmen müssen, die Spieler. Und ich habe damals, wir haben noch das Lokal gehabt, meine Eltern. Ich habe damals eine Bananenschnitte mitgenommen. Und wir sind Hütteldorf weggefahren und auf Center hat es keine Bananenschnitte mitgegeben. Also wir haben es uns reingehauen. Und dementsprechend haben wir am nächsten Tag gespielt. Das ist immer mein Beginn der Geschichte von diesen 7-0 oder 0-7. Wir waren an dem Tag einfach unglaublich. Die ersten 4 oder 5 Schüsse waren alle drinnen zur Halbzeit, ja. 5-0. Dann sitzen wir in der Kabine drinnen und dann der Backgold als Trainer, was der steht, 5-0, was wird den Jungs jetzt mitgeben? Nein, ihr müsst jetzt aufpassen und das, was wir jetzt geschafft haben, können die genauso. Und Janko, Zickler und wie sie alle heißen, die sind auch für 5 Tore gut. Wir gehen raus, 6, 7 Sekunden später, zack, bumm, langer Ball von Eder auf mich, ich verlängere, Jimmy schießt hin, 6-0 aufgeräumt, danke, vorbei. Da haben wir nur noch lachen müssen. Ne? Aber das sind so Tage, wo einfach alles aufgegangen ist. Da passt einfach alles, du spürst es auch am Platz. Gegner hat natürlich auch die eine oder andere Chance gehabt, also wenn die Partie vielleicht ausgeht 7-4, hat der neutrale Zuschauer noch mehr davon gehabt, aber sowas einfach für uns auch mit dem Torverhältnis dann, mit dem 1-Punkt Vorsprung, wenn wir dann kein Spiel mehr verlieren, zu wissen, wir wären Meister, das haben wir dann im Endeffekt dann auch wirklich durchgezogen bis zum Schluss, war schon sehr einzigartig und habe ich so im Fußball eigentlich nicht wirklich oft erlebt. Stefan, lass uns noch über ein anderes legendäres Spiel sprechen. Ich habe es zuvor schon angekündigt, das 4-4 gegen Belgien und auch in Belgien damals. Mhm. Wir haben auch ein Foto einer sehr nostalgischen Ergebnistafel mitgebracht. Wie war das Spiel damals für dich? Wie hast du das wahrgenommen? Bist du ja eingewechselt worden? Nein, ich habe von Beginn an gespielt. Was von Beginn an gespielt? Hast du dich jetzt gerade vertan oder was? Habe ich das jetzt nicht irgendwo erkannt oder verstehst du? Ist der irgendwo? Okay. Ihr zwei da drüben, ich komme gleich wieder. Wir wollten dich rüber locken. Ja, von deinen vielen Vereinen, die du gehabt hast, unter welchem Trainer hast du am meisten gelernt oder am meisten mitgenommen? Gute Frage. Sehr gute Frage. Und da bin ich aber natürlich in der Zeit bei Bayern München damals, habe ich mit Hermann Gerland einfach einen unglaublichen Lehrmeister gehabt, den ich dann auch quasi so wie als Vaterfigur, weil der einfach, wenn er mit einem Spieler nicht mehr geredet hat, dann hat es gewusst, es ist vorbei. Und mich hat er halt immer attackiert, immer, komm Langer, komm. Da baut ihr das auf, trippelt durch, Kopfballpendel. Und im zweiten Jahr war ich dann sogar Kapitän von den Amateuren. Und das war einfach eine Riesenwertschätzung. Und wie dann Podolski sich damals verletzt hat und Magert Hermann Gerland angerufen gehabt hat und gesagt hat, du, welchen Spieler kannst du mir schicken? Und er gemeint hat, du, Meierhofer. Und dann habe ich meine ersten Minuten auch bei den Profis spielen dürfen. Das war schon super Zeit. Felix Magert war auch ein richtiger Schleifer. Mhm. Also in der Vorbereitung damals, WM, Jahr 2006, waren viele Spieler bei Bayern, halt bei ihren Mannschaften bei der WM. Und deswegen habe ich da auch die Vorbereitung mitmachen dürfen. Und das war schon eine extrem coole Zeit, ihn als Person, als Mensch kennenlernen zu dürfen. Aber er war wirklich genauso, wie er ist. Also er war der Quäligste, hat uns die Medizinbälle draufgehauen. Das war schon... Also das stimmt wirklich, das gibt es wirklich, diese Medizinbälle? Das stimmt wirklich, ja. Also wir waren auf Trainings. Gab es da unterschiedliche Größen? Oder ein Medizinball? Ja, da waren schon ein bisschen die Schwereren auch dabei. Wir waren in einem unglaublichen Hotel, Golfplatz. Um 7 in der Früh haben wir uns getroffen, sind über den Golfplatz gelaufen. Dann haben wir noch Diagonalläufe gehabt, 200 Meter, 300 Meter, keine Ahnung, richtig gewetzt. Dann haben wir Frühstück gehabt, dann haben wir um, glaube ich, 10:30 haben wir Krafteinheit gehabt mit Werner Leutert. Und dann haben wir am Nachmittag trainiert vor, weiß nicht, 2.000, 3.000 Zuschauer dort. Dann Fußball am Nachmittag. Aber da war wirklich fast jeden Tag so 3 Einheiten, das hat schon Spaß gemacht. Aber es hat mir persönlich auch extrem viel geholfen, weil ich dann einfach topfit bei den Amateuren dann einfach gespielt habe. Und so war es, du hast es vorher, glaube ich, auch gesagt. Ich habe 42 Spiele für die Amateure gemacht, 21 Tore geschossen und war schon sehr, sehr gute Zeit für mich damals. Ja. Applaus, Leute, Wahnsinn, das war super. Eine Fragestunde. Wenn man schon mal so einen Superstar da hat, dann muss man den ausquetschen, oder? So, danke für deinen Einsatz. Jetzt haben wir dich wieder hergebracht zu uns. Jetzt bin ich wieder bei euch. Jetzt wieder zurück zum Spiel. Ja, es war eigentlich nur unter Anführungszeichen die Anzeigetafel, aber die war so schön im Retro-Style.
Bei dem Spiel, wo du natürlich begonnen hast. Wolltest du noch eine geile Geschichte hören? Ja, bitte. 4-4, ich bin dann nachher heimgefahren mit dem Assistenten von unserem damaligen Sportdirektor von MSV Duisburg, von Bruno Hübner, das war damals der Tobi Willi. Ja. Der hat gehabt einen Porsche Carrera. Da bin ich so drin gesessen beim Heimfahren mit dem Koffer. Anhalb Stunden von Brüssel nach Düsseldorf. Das war nicht so bequem. Vor allem mit dem 4-4 nach 90 Minuten. Also ich habe von Beginn an gespielt bis zum Schluss. 95 Minuten, glaube ich, hat die Partie gedauert. Und jetzt ist er da. Das ist nicht euer Ernst. Und das sind halt jetzt dann diese kleinen Unterschiede, wo es dann Thomas Müller wieder brauchst. Der macht aus keiner Chance. Bist du wahnsinnig? Und wir haben jetzt wirklich schon zwei, drei richtig gute Möglichkeiten, wo der Torhüter den Ball einfach abklatschen lässt in die gefährliche Zone wieder und dann von uns keiner parat ist. Schau. Ja, da ist er halt draufgestiegen. Ja, das ist. Schau dir das an, gut, aber gut lassen. Erster Kontakt schwach, aber wenn der Wimmer ihm schreit, ich bin da, hat er gleich die Möglichkeit, weißt? Bist du wahnsinnig, aber geile Chance. Den müsste eigentlich komplett durchlassen. Jetzt? Schwierig, aber. Ich weiß nicht, wie stark der Ball gespielt worden ist. Oh, das ist richtig geil drauf. Die Frage, ob er dann auf Foul entschieden hätte. Ja. Bei Baumgartner gegen den Goalie. Kann man wahrscheinlich in beide Richtungen. Aber Top-Chance, glaube ich, oder? Zweimal Wimmer, ja. Super Chance. Aber das zeigt auch, dass was geht nach vorne hin. Voll. Ein Grund. Wir sind im Spiel. Ja. Ich glaube, die Pause kommt jetzt vielleicht auch zur richtigen Zeit. Nicht nur für den Torhüter, dass er sich ein bisschen Eis drauflegen kann, sondern auch für uns, dass man dann vielleicht in der Kabine nochmal zwei, drei Sachen anspricht, zu sagen, okay, wenn wir dann wirklich auf der Seite durchkommen oder diese tiefen Bälle dann spielen, dass wir dann einfach da vermehren in den Strafraum reinkommen mit mehr Spielern. Es fällt immer was runter. Andererseits, wir sind jetzt, wie du sagst, besser im Spiel oder nach wie vor gut im Spiel eigentlich. Dann wäre es ja auch schön, wenn es jetzt weitergehen würde, ohne Pause eigentlich. Ja, ja. Oder meinst du, ist es dennoch ein Vorteil, wenn man auch vielleicht ein, zwei Videosequenzen herzeigen kann? Ja, wir wollen ja für unsere Community, damit dem Bingo was weitergeht. Deswegen meinst du, ist die Pause wichtig. Entschuldigung. Ja, aber da brauchst du gute Stimmung. Ich schaue auf die Community, dass da wieder du bist Tröte einfach reinkommt. Ein Community-Membership. Da haben wir einen Kollegen aus Mistelbach, der wieder gesagt hat, hallo, Trinkspiel-Community. Ich höre immer nur Community. Und ich lese immer nur Code. Da ist Bingo zeigen, schreibt Shiva Vision. Anfang zweite Halbzeit kommt gut. Voll, na, gleich tief spielen. Gleich. Na, Daniele Di Stefano, wenn man die Tore nicht macht. Daniele Di Stefano. Da kriege ich einen Hunger. Nee, den haben wir nicht. Gibt es eigentlich irgendwie so Knabbersachen? Was, ich wollte doch was mitnehmen. Ja, warum hast du selber nicht was mitgebracht? Der Community traue ich mich nicht zu naschen. Daniel trinkt schon wieder, schau. Recht, oder? Pass auf. Wie viele Kauf kann man einlösen? Nein, das dreht zurück. Spielt bei Bayern München, toller Spieler, aber das sind die Situationen, wenn wir dort Mehr Mut. Mehr Mut, aufdrehen, die letzte passiert Kette. Passiert dann in der zweiten Hälfte. Traut sich keiner. Gut durchgestochen jetzt, Balleroberung, Linhard. Und schau, er spielt den Ball, rennt sofort wieder zurück. Ja. Er will nur verteidigen. Aber er braucht auch Anspielstationen. Aber bleib in der Aktion, geh mit, geh auf die letzte Kette, binde einen Spieler und dann spiel. Aber du hast ein gutes Stichwort losgelassen, und zwar losdribbeln. Und jetzt schau dir mal an, wer macht das noch heutzutage? Also außer die Weltklasse-Spieler. Wenige. Überhaupt wenige. Wenige. Und ich persönlich glaube, dass das einfach schon in der U18, in der U16, dass man da einfach den Leuten einfach da nicht den Freiraum lässt und ihnen das einfach auch wegnimmt. Ich möchte keine Namen nennen, weil es werden vielleicht auch Talente, Manager hier zuhören und dabei sein. Sag. Ich habe einen Spieler bei mir in Mattersburg in der Akademie, der ist unglaublich im Dribbling. Ja. Unglaublich. Das darfst du nicht nehmen auf jeden Nein. Fall. Nein. Aber ich sage ihm trotzdem auch, auch für die Mannschaft. Aber wenn du in diese Situationen kommst, finde ich das geil, wie du es immer lösen kannst und wie du das machst. Mhm. Aber spiele einfach den Ball und geh wieder. Ja, genau. Ja. Nicht übertreiben. Wenn du dann reinkommst und es wird eng und du kannst es dann mit deiner kreativen Art lösen, finde ich es top. Ja? Aber du kannst es dir vereinfachen. Ja. Kriegst keinen am Knöchel, weißt du. Kleinigkeiten. Ja. Ne? Aber nein, das stimmt. Das wird auch... Also wir probieren das jetzt einfach auch in unserer Trainingseinheit immer wieder reinzubringen, 1-1, 2-1, dass wir solche Spiele haben. Solche Spiele sind unfassbar viel wert. Also ja, sie haben die andere Spieler auch mehr anziehen. Aktionen, mehr Ballkontakte. Genau,
Daniele Di Stefano, ich mache gerade Spaghetti Bolognese. Und jawohl! Und jetzt kommt's. Wohne im 10. Ich bringe euch was vorbei in der Pause. Jawohl, glutenfrei. Glutenfrei. Ja. Glutenfrei, alles glutenfrei. Wisst ihr, was ich heute Mittagessen habe? Was? Spaghetti mit der Mangold und der Kanäle. Mmh, aber lecker. Ohne Parmigiano. Oh, leider, der war aus. Aber die Stefano, aber kann die Stefano, wenn du es nicht schaffst, schick uns ein Foto. Ja. Mach jetzt ein Foto, wie du Spaghetti isst. Glutenfreie Spaghetti. Sieht man gleich, ja? Und dann können wir es gerne herzeigen. Das wäre ganz cool, ja? Wo kann man das hinschicken, unsere Spaghetti-Bilder? Auf Instagram oder an sportshow@admiral.at, aber viel einfacher eben Social Insta. Media. Insta. Schickt uns Fotos. Wie schaut ihr das Spiel? Was? Ja, schickt uns Fotos. Was esst ihr? Wie ist die? Marbene. Wie ist die Qualität bei euch daheim? Bitte Chips und Co. Wo auch ist so, das bitte? So unglaublich aufgebaut wie die Kollegen neben mir. Bist du euch da beschwert oder was ist das? Da? So, wir sind jetzt einmal in der Halbzeit. Frage an Major: Wie weit kommt Österreich bei der EM? Jetzt müssen wir uns einmal qualifizieren. Jetzt langsam. Schritt Dominik L voraus. Step by step. Es kommt auf die Auslosungen an. Ich denke, wenn alle Spieler fit sind, wenn wir unsere Qualität abrufen, die im Kader steckt, können wir... Viertel. Ja, das ist möglich. Okay, ist realistisch, das, oder? Das ist möglich, ja. Finde ich auch, ja. Wäre ja auch einfach, zuletzt fast realistisch gewesen gegen Italien. Ja, du hast einfach einen wirklich sehr breiten Kader, den du abrufen kann, und es stechen dann immer wieder neue junge Spieler und Talente dazu, aber vom Grundstock her, wenn du auch sagst, dann... Ja, boah, die Stimmung, schau dir mal an bitte im Stadion. Ja. Schaut schon gut aus, oder? Ja, ist die Frage, ob... Das war ja... Vor Match. Die Frage ist, was eingeblendet oder? Die Frage ist, ob bei uns die Stimmung auch so gut ist im Studio, weil du zuvor schon von der Community gesprochen Stimmung! Hast. Stimmung! Yeah! Gibt es schon die gute Stimmung oder brauchst du noch mehr? Das nächste Mal brauchen wir Österreich-Flaggen. Wo sind die Österreich-Flaggen? Echt? Nächstes Mal brauche ich. Ich glaube, früher hat der Teamchef zwischen vielleicht 30, 35 Spielern wählen müssen oder können. Und jetzt sind es vielleicht sogar 50, 55, das Doppelte. Ja. Du hast einfach extrem viele Spieler, die im Ausland tätig sind, bei richtig guten Vereinen. Da hast du natürlich auch noch sehr gute junge Talente, die vielleicht bei den anderen österreichischen Vereinen spielen. Ja? Und wenn du die nach und nach im Nationalteam einbauen kannst. Also die Herangehensweise dann, wie du den Kader zusammenstellst für die Euro dann, da brauchst du schon ein paar... Nächte. Meine Lieblingswerbung. Du kannst aber auch mal. Meine Lieblingswerbung. Kannst auch in der Sauna sitzen, wie Peter Stöger. In die Sauna reinsetzen. Hut ab. Muss mal erklären, wir haben gerade eine Werbung gesehen, ja. Aber von ich glaube, die sehe die Community auch. Gehst du zur Community? Nein, ich hole mir jetzt einen Stritzel. Geh zuvor noch zur Community. Also, wir wollen Bonuscode, Chris. Gönn dir. Was muss man da machen? Stimmung. Wir brauchen noch mehr Stimmung als davor. Also, was kriegt man da, wenn man Stimmung kriegt, man Bonuscode oder was? Bonuscode. Beste Stimmung. Aber die brauchen wir zuvor nochmal. Okay, was ist das? Wir warten aufs Tor von Österreich, oder? Okay, warte kurz. Geht's? Echt jetzt da schon jetzt? Ja, ist ja wurscht. Wegen am Code halt. Wegen am Code? Oh. Aber ich glaube, der Chris macht das ja nur, damit man seinen Bizeps wieder sieht. Ich habe am nächsten Mal vor der Show noch 10 Liegestütze gemacht. Leibendes Publikum 5. Kriegen wir jetzt einen Bonuscode? Ist schon lange da, Chris. Ist schon lange da, ist schon. Leibendes Publikum. Du kannst die Stimmung schon wieder nach unten kurbeln. Okay. Und dir deinen Stritzel holen. Aber jetzt kann nichts passieren, es ist Halbzeit. Major ist der Beste. Liebe Grüße aus Krems von Thomas Prohaska. Oh, liebe Grüße zurück, danke. Wie ist das? Ich hätte noch gern, ich habe eine Frage. Lieber Thomas, ich habe eine Frage an den Major. Gegen darf ich eine Frage stellen, den Major? Ja, bitte, ich Christian. Nicht... Ja, darf ich? Ja. Das ist geil, oder? Ich würde gern wissen, schläfst du in... Schläfst du? 2-1 Geil, danke. Wer hat 3-1 gewonnen? Krems. 2-1 Krems. Sind Sie wieder der Benz, oder? Das ist jetzt ein wichtiger, das ist ganz ein wichtiger Message. Hallo. Aber wichtige Frage, ich weiß... 90 plus 6, 90 plus 7. Wow. Ich hoffe, es war schon teilhaben lassen. Es ist kein Insider-Sendung. Ich hoffe, es waren noch alle im Stadion. Krems hat zu Hause gewonnen im gegen Sektor-Stadion. Applaus für Krems! Yes. Muss ich auch reinbringen hier in die Show. Super gespielt. Und jetzt endlich deine Frage, bitte komm. Ich will wissen, schläfst du in einem normalen Bett? Nein. Habe ich mir gedacht, ist das ein selbstgebautes, also hast du es schnitzen lassen? Habe ich schnitzen lassen, ja. Wie groß ist lustig, das? Andere Seite, hier, Samina.
hat das für dich geschnitzt? Ja, mein Bett ist 2 Meter breit, 2,20 lang und habe eine wirklich tolle Matratze, durchgehender Lattenrost. Ich schlafe sehr gut, habe auch einen Spezialpolster. Journalist halt. Also, Journalist halt. Stellt die richtigen Fragen. Was? Ja? Aufs Jahr gerechnet? Ja, was? Wie viele Wochen oder Monate schläfst du? Ist das eine Millionenschuhfrage? Ich bin gespannt, wie sehr du das jetzt schnell in deiner... Circa in meinem ganzen Leben, meinst du? Nein, in einem Jahr. Wie viel schläfst du? Wie viele Stunden? 10 Sekunden hast du. Wie viele Stunden ich schlafe? Viele Stunden. 4 Monate, hätte ich gesagt. Ja. Dankeschön. Vier Monate im Jahr für jeden? Aber das glaube ich nicht, oder? Du schläfst sehr viel. Und wie lange bin ich am Klo? Das will ich jetzt nicht genau wissen. Das ist schwieriger zu errechnen, als wenn ich das sage. Ja, aber das ist wirklich so. Das gibt es auch eine Studie sicher. Ja, es gibt für alle Studien. Fragst du bitte die Community? Nein, aber ich würde der Community zeigen, was es auf admiral.at alles gibt, Chris. Und um die Community nicht so lange warten zu lassen, 2 oder 3 Jahre von deinem Leben wartest du auf etwas. Wirklich, oder was? Ja. Was du aber bei Armin Assinger alles gelernt hast. Ja, aber wenn ich jetzt... Kommt es darauf an, wie alt ich wäre, oder? Aber trotzdem, du wartest auf den Bus, du wartest auf die U-Bahn. Wir haben auf dich warten müssen, damit du auch pündlich kommst. Weißt du, so Kleinigkeiten? Mir hat ja keiner gesagt, wann ich kommen soll. Du wartest im Lokal auf dein Essen. Ah, okay. Du wartest. Ja. 2 bis 3 Jahre warte ich. So habe ich das mal irgendwo gelesen und wahrgenommen. Okay. Ich finde cool, dass wir solche Fragen auch hier... Das ist eine spannende Sendung, finde ich. Ja. Chris, möchtest du Quoten hören? Und wenn nicht, ich gebe sie dir trotzdem durch jetzt. Eine was? Eine Quote, was das Spiel betrifft. Eine Quote? Hälfte. Ja, bitte heraus. Können wir schauen auf admiral.at. Ja, darf ich deinen Bildschirm da nehmen? Ja, nimm. Ich gehöre nicht dir eigentlich. Aber wir könnten auch in der Admiral Sportshow Halbzeit das Quizduell einführen, oder? Was für Fragen? Ja, einfach. Also zum Beispiel diese Klo-Frage oder... Oder diese Wie-Warten-Frage. Wie lange wartet man? Ich warte schon lange, um das zu sagen, was ich sagen wollte. Genau. Das ist eine lustige Sendung. Das ist geil. Quote auf Österreich 6,25 jetzt. Bei Sieg? Ja. Unentschieden 3,35 und Belgien 1,55. Ansonsten, wer erzielt das zweite Tor, das dann hoffentlich das für Österreich ist? Österreich näher laut den Buchmachern dem Ausgleich als die Belgier dem 2:0. Oh, schon, oder? Und ansonsten auch jede Menge Möglichkeiten, sich da durchzuwetten auf admiral.at. Also gerne eine Minute, schau. Vorbeischauen, während wir hier auch nochmals die Highlights sehen der ersten Hälfte. Ich weiß, aber und die Frage an dich, Major, was braucht es jetzt in den zweiten 45 Minuten, dass eben Österreich das zweite Tor des Abends erzielt und nicht die Belgier? Wir müssen einfach dann vorm Tor... Wir haben 3, 4 richtig gute Chancen gehabt. Vielleicht eine, wo ich sage, das ist zwingender, also fast 100er. Mhm. Zweimal Wimmer. Wir haben die Chancen gehabt. Also ich glaube, so weiterspielen, aber dann einfach konsequenter sein und dann wirklich auch das Quäntchen Glück dann vielleicht auf unsere Seite jetzt ziehen. Aber vom Spiel her ist es in Ordnung. Die Belgier sind gut, das haben wir gewusst. Die haben natürlich in dieser einen Situation... Ja, alles richtig gemacht. Stellungsfehler vom Linhardt, eiskalt ausgenutzt. Aber so, wir waren gut im Spiel. Ich glaube, dass wir es vorher auch gesagt haben, von der Statistik her. Ich weiß nicht, wie der Ballbesitz jetzt war nach 45 Minuten, aber ich denke schon mal so 60-65% war Ballbesitz auf unserer Seite. Wir haben uns die Chancen erarbeitet. Nur dann musst du einfach auch auf dem Niveau mindestens 1-1 in die Pause gehen. Ja, das sagt man so leicht, wenn man auf der anderen Seite sitzt. Ich kann mich erinnern an die erste Hälfte, da ist neben mir hier jemand gesessen, der jetzt nicht da sitzt, der hat die ganze Zeit gesagt, das muss man besser verteidigen, da muss man das Tor machen, da muss man energisch in den Zweikampf gehen. Weißt du noch, wer das sein könnte? Nee, das sagt man ja schon, Journalist, macht man. Das qualifiziert mich ja erst. Ich bin ja der Experte, ich muss solche Sachen sagen. Ich meine es aber nicht ernst. Aber ich frage mal unser Publikum, wie sie die erste Hälfte gefunden haben. Ja? Kannst du mal kurz ruhig sein? Ja, weil wir sonst ständig zu Wort kommen, Major und ich. Also erzähl mal du, wie hat es dir gefallen? Ergebnistechnisch ist halt schlecht. Chancenmäßig ist besser für uns natürlich, aber ich sage mal, Belgien hat die Qualität, dass sie eben aus 1-2 Chancen halt das Tor machen. Und das ist halt
Deswegen steht es auch von der Tendenz her wart ihr alle auf, so hoffentlich gewinnen wir. Unentschieden. Eher unentschieden. Genau. Rechts außen hat gesagt, wir verlieren 2-0. Ja, das also er ist momentan am nächsten dran. Also man sieht, aber ist das der von den... Ist das aber der... Absolut. Das ist die Fußball-Experten, merkt man, sind mehr so in dieser Region vorhanden. Aber Stefan, das ist, glaube ich, Taktik. Weil wenn Belgien gewinnt, hat er richtig gewettet. Und wenn Österreich gewinnt, darf er sich sowieso freuen. Absolut, ja. Das ist, aber das Spiel ist ja noch lange nicht vorbei. Ich glaube, jetzt ein 4-4 wird es heute nicht mehr werden. Aber wir werden dich heute noch schreien hören. Yeah. 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 Nein, wir wollen nämlich Bonuscode. Den Bonuscode schenke ich euch nicht. Da muss Österreich jetzt schon mal anzahlen. Obwohl, ich meine, wenn ich jetzt das Outfit sehe von David Alaba. Ja. Dann? Das ist different class. Der wird nicht vom Kleiderbauer eingekleidet. Nein, glaube ich. Der war. Und wir werden überhaupt von noch niemandem eingekleidet. Wir sind überhaupt von niemandem eingekleidet. Schaut mal, das ist ja überhaupt eine Frechheit, was ich anhabe. Das habe ich mir auch schon gedacht. Ja. Ich habe in der Community die eine oder andere Person auch geschrieben, aber er wollte es nicht vorlesen. Ich filtere ja da die Nachrichten. Aber du bist ja eh so einer, der sich alles immer so gute Kontakte hast. Du hast sicher jemanden so einen Kleider-Connection, oder? Humana. Wegen Hast du irgendwas? Humana ist gemein, finde ich jetzt. Warum? Ja, das weil. Keine schlechten Sachen, oder? Nein, ich habe da noch nie reingeschaut, deswegen. Na, schaut die Doppelschau. Hast du jetzt irgendwen für uns, irgendwas so outfit-technisches? Ja, warum? Es gibt schon die ein oder andere gute Boutique in Wien. Ja. Die Frage ist, ob dann halt du mit deiner Art dort so empfangen wirst wie ich. Aber du könntest mich vermitteln. Ich könnte euch beide mal mitnehmen und dann machen wir uns einen gemeinsamen schönen Nachmittag in Wien. Was? Lasa schreibt, Halbzeit ist immer langweilig, man muss warten 15 Minuten. Du bist so im Fußball. Im Fußball bist du froh, wenn du in der Kabine drinnen sitzt, kurz einmal durchatmen kannst, ein frisches T-Shirt kriegst, einen Schluck Wasser trinkst. Aber von der Hosen her und vom Schuhwerk her hat er ein bisschen die Fashion Week von Paris. Sei bitte nicht so oberflächlich. Konzentriere dich bitte auf deine Fußballexpertise. Da bist du besser, finde ich. Und zwar will ich von dir wissen, jetzt journalistische nicht. Frage. Bitte. Und zwar in der, wie war die ärgste Pausenrede von irgendeinem Trainer von dir? Wo du dachtest, bist deppert, was labert der? Geil. Auf das habe ich gewartet. Ja, aber gute Frage, muss man sagen. Ich habe lange nicht mehr erzählt, die Geschichte, pass auf. Ich bin bei Wolverhampton gewesen, bin verliehen worden zu Bristol City. Im ersten Spiel auswärts, wir haben gespielt, Schlag mich tot, Peterborough oder wie die Mannschaft geheißen hat, Champions League, ich habe keine Ahnung mehr, ja. 0-0 oder 0-1 hinten gewesen. Der Trainer schimpft den Spieler, aber aufs Ärgste. Wirklich aufs Ärgste, gell? Also richtig. Richtig, Englisch. Ja. Und dann, ja, natürlich. Ja. Und dann der Spieler redet noch irgendwie deppert zurück und dann Trainer gleich nochmal irgendwas. Auf einmal stehen die auf und schlagen sie, aber richtig. Wirklich? Aber richtig. Richtig. Und alle dazwischen gegangen, komm, beruhigen und ruhig und hin und her und alles okay, ja, passt, come on, yeah, come down, yeah. Ja, der fängt wieder zum Reden an, kritisiert ihn wieder und dann ist richtig, dann sind richtig die Fetzen geflogen. Nächsten Tag, Trainer weg, Spieler suspendiert, danke. Ne? Habt ihr das Spiel gewonnen eigentlich? Nein, ich habe 2-0 verloren. Also, das hat sicherlich auch das war Wahnsinn. Der Stimmung geholfen. Also, das war richtig. Ja. Hat man taugt. Ja, das bin ich gesehen, was? Geil. Wirklich geil. Erste Reihe, fußfrei. Aber mit dir, das ich ja nicht angespielt bin, du schaust gefährlich aus. Aber gab es auch eine. Er schaut wirklich gefährlich aus, wisst nicht? Der ist 2 Meter, was ist mit dem? Und der hat 104 Kilo gehabt. Jetzt hat er nur noch 101. Nur noch, ja. Und gab es auch irgendeine. Chris? Ja? Man sieht deine Füße am Tisch. Ja, gut. Ja. Gibt es auch. Admiral unwürdig. Also, Entschuldigung. Gibt es auch irgendeine Rede, die irgendwie alles verändert hat, die Mannschaft verwandelt hat, in wo die erste Halbzeit extrem negativ war und plötzlich kommt der Hater Motivationsrede, alle sind geflasht und dann ist losgegangen. Zweite Halbzeit, alles zerstört. Ja, hat es auch gegeben, dass du einfach. Gab es irgendeinen Trainer? Ja, ich habe bei mehreren Mannschaften gespielt, somit habe ich mehrere Trainer gehabt. Ja. Ian Holloway bei Millwall war schon einer, der auch die Mannschaft mit seiner Art, mit seiner Ansprache in der Kabine dann auch nochmal für sich gewinnen hat können und auch dann nochmal so diese Motivation rauskitzeln hat können. Und für den einen oder anderen Trainer bist du einfach rausgegangen und wolltest einfach, wie gesagt, nur für den die Partie reißen. Ne? Also das hat schon gute Ansprache gegeben. Der Trainer ist schon der Part, wo du sagst, okay, da für den Trainer
rennen wir bis ans Ende der Welt. Also das macht man, das heißt, der Trainer spielt schon da. Absolut. Weil beim Hansi Flick bei dieser Doku habe ich nicht das Gefühl gehabt. Habe ich noch nicht gesehen, habe ich aber nicht auch das gehört, Gefühl dass gehabt, dass die laufen wollen. Na, hast du auch gesehen? Nein, noch nicht. Ne, der hat irgendwelche Greifvögel gezeigt. Videos über irgendwelche Vögel, die fliegen in der Gemeinschaft. Hast du das gesehen, gell? Ja, aber das hat es mit der Disziplin auch schon zu tun gehabt. Mit denen, das sind die Spieler unpünktlich kommen. Täglich sind es zu spät kommen. Ja. Einmal war es, glaube ich, weiß nicht, dass er nee, dann war es wieder ein anderer. Also, ja. Und da fängt es schon an eigentlich. Also wenn sie sich das schon erlauben und es gibt also keine Konsequenzen und er spricht das immer wieder und immer wieder an, dann wird das früher oder später ein Nachspiel zum Scheitern führen. Da gibt es einen Strafenkatalog. Leider. Ja. Aber er verdient, keine Ahnung, 200.000, 300.000 wer? Im Monat oder mehr. Der Flick? Und, nein, also die Spieler. Die Spieler. Und du musst halt damit andere Konsequenzen denen drohen. Ne? Aber so wie du sagst, es ist einfach respektlos dem Trainer-Team gegenüber, aber der ganzen Mannschaft auch. Und das ist halt... Bei einer Weltmeisterschaft, ich muss einmal nicht Wahnsinn, böse. Wahnsinn, ja. Das ist schon heftig. Vor allem, sie haben nicht mal die Leistung gebracht. Gar nicht. Dass sie eigentlich sich das leisten können, unter Anführungszeichen. Also, richtig, ja. Das ist traurig. So, es geht gleich wieder weiter. Also Chris, wir hätten wieder Platz. Alright, ich habe jetzt kein Stritzel. Auch Platz für Fußballexpertise. Aber trotzdem. Gibt's ja mal geil jetzt, gell? Diabolo. Wird es die Sportshow auch bei anderen Sportarten mal geben, möchte Patrick Schmidt wissen. Ich denke, du meinst eine Watchparty. Werden wir natürlich ins Ideen-Potpourri mit aufnehmen. Gute Idee. Wäre auch spannend mal beim Tennis, wenn wir die ganze Zeit nur so da sitzen. Ich wollte gerade sagen, da hat einen oder anderen guten Ballwechsel dabei. Aber wir bleiben heute mal beim Fußball. Steht ja bald in der Stadthalle was an, also von dem her kann man da was einfädeln. Mit dir als Experten. Ich spiele auch Tennis. Macht mir extrem viel Spaß. Aber auf dem Niveau dann ist natürlich schon mal was anderes. Wechsel bei die Belgier. Kein Doppeltausch, nur einfach. Du schaust auf die Community. Ein Raunen geht durch das Studio der Admiral-Sportshow. Ich glaube, wir sind unverändert, oder? Schaut danach aus, ja. Aber Doppelwechsel wird sicher noch kommen. Haben wir eigentlich Informationen über den Schiedsrichter? Ja. Habe ich da wo stehen? Aus Spanien kommt er. Aus Spanien. Ich wollte gerade sagen, wenn er heute Strafstoß gibt, wäre es der 150. in seiner Karriere. Mm. Das habe ich noch im Kopf. Und ansonsten habe ich da noch die Info, dass er Jesus Gil Manzano heißt. Okay. Noch nie Österreich gepfiffen hat. Aber sowohl WM und auch EM. Wenn jetzt der Wechsel vollzogen wird, ist er ein Doppeltausch? Eher nicht. Schau. Und er war der eigene! Der eigene! War übrigens Major auch in der Copa America im Einsatz, aufgrund eines Schiedsrichter-Wechselprogramms. Guten Abend, kommen noch Codes, möchte Dennis wissen. Und wir sagen wahrscheinlich schon und verweisen gerne noch einmal auf die Grafik unseres Wettguthaben-Bingos. Hier kann man nochmals reinschauen, während wir nochmals dieses Foul am eigenen Mann sehen. Kilic, gelb, schau, war schon wieder dabei. Beide Teams treffen hoffentlich. Mahlzeit. Ah ja. Na, da ist er ja. Servus, Leute. Oh, aber jetzt wird schon langsam gefährlich, gell? Aber rechts es kann, oben. Es kann dann auch schnell gehen. Was passiert? Da bin ich schon wieder. Was passiert? Wir hätten vielleicht bald eine Bingo-Möglichkeit. 2-0? Ja. Wäre nichts gewesen für deinen sieht man den Überall. Eieieiei. Ja, wenn die Brust so vorsteht. Entschuldigung. Unser Publikum blinkt jetzt schon wieder. Können wir das wieder zeigen? Die Publikum, wo ist unser Publikum? Schon wieder alle verschwunden. Nein, der muss auswechseln. Haben wir eine Regie-Cam? Nettes Wortspiel. Haben wir eine Regie? Schau, unsere Regie ist heute da. Leute, für Cedric, Applaus für Alex. Die ist in Belgien. In Belgien. Ja. War das jetzt eine Einspielung vom Fahr? Haben wir da kurze Einblicke bekommen in den Keller unten? Schau mal, wie sie Druck machen jetzt. Ja. Pressen, come on. Ja. Nicht, den darfst du nicht durchlassen. Aber erinnern wir uns zurück, letztes Spiel gegen Belgien 1-1 ausgegangen. Das ist vielleicht ein gutes Omen. Haben auch ein Foto noch mitgebracht natürlich. Damals Michael Gregoritsch, der Torschütze. Der wird es heute nicht richten, leider. Na, aber wir hoffen, dass es wer anderer macht.
Wer ja, ist prädestiniert dafür? Da ist das Foto. Michi Seiwag zum Beispiel passiert. Wäre da. Arnautovic nicht. Schlager wäre Wöber. Mir ist egal. Hauptsache das. Ja, ein Tor würde dem Spiel gut tun. Das ist was fürs Phasenschwein. Ja, aber schau, wenn wir uns die Bälle hinten so zuspielen. Wir müssen wieder zielstrebiger werden. Wir müssen Qualität reinbringen ins Passspiel, dass man die Ketten und die Linien überspielt. Da war noch kurz einer online. Hat noch kurz selber, glaube ich, irgendwo eine Quote abgegeben und gespielt. Deswegen ist er rausgegangen. Das war meine Handel. Entschuldigung. Die hast du immer dabei. Ich habe gar nicht gewusst, dass eine Halb-Kilo-Handel auch so laut ist. Ja. Der war schon gut, gell? Kennst du Bumbe? Ist mir gerade eingefallen, was? Bumbe? Kennst du? Bumbe? Bumbe. Nein. Na? Was ist das? Zeige ich danach. Ja, nein, zeige ich. Hat ein Freund von mir erfunden und. Ja, komm, jetzt hör auf mit dieser Werbung genau, ständig. Genau, kannst du das kannst du brauchen für deinen wirklich, Oberarm. Ja? Ja. Oh. Kannst du einstellen von 1, 2, 3 Kilo bis. Okay. Ja. 32 Kilo. Ja. 6,75 jetzt. Okay, jetzt wieder zurück zum Spiel, Leute. Wie geht's unserer Community? Wie geht's du sagst zurück zum Spiel und gehst auf die Community. Naja, ich muss ja fragen, wie geht's euch, Leute? München ist um die Ecke. Was ist jetzt eigentlich mit den glutenfreien Nudeln? Mit die Stefano. Ich glaube, die Tür ist nicht auf. Er ist nicht auf Insta, hat gesagt, die Stefano. Schade leider. Ja, aber er braucht ja nicht auf Insta sein, er braucht nur anläuten. Ja. Aber wäre schon geil, wenn du vorbeikommen würdest mit Nudeln. Ich liebe Thunfischnudeln, ja, das mag ich gut. Ja. Aber wir haben gerade gesprochen über Pizza, eine neapolitanische Diavolo. Hätte ich kannst gerne. Du dich erinnern, Chris? Schon gut, gell? Sie ist richtig scharf. Schon, ja. Chris, kannst du dich erinnern? Ja, ne? Vor einer Minute hast du gesagt, kommen wir zurück zum Spiel. Jetzt sind wir schon wieder. Entschuldigung. Entschuldigung, wir müssen mehr aufs Spiel eingehen. Ich möchte mich hier offiziell entschuldigen. Ich bin natürlich hier wegen dem Fußball und nicht wegen einem Kugelrupf, den unser Publikum gerade isst. Ja, ja, Abschluss. Schade. Schade, schade. Abschluss. Mahlzeit übrigens an unser Publikum, weil die, wir haben, habe ich selbst gemacht, habe ich selbst gemacht. Schmeckt das so, gell? Gut, dass du es gemacht. Super. Abschluss, haben wir mal einen Abschluss, schau. Ja, und das finde ich stark. Das vermisse ich auch ein bisschen mehr jetzt. Im Schüsse aus der Distanz? Ja, ja, die Schüsse aus der Distanz. Jetzt vielleicht. So bewährtes jetzt. Erster Kontakt. Boah. Und jetzt. Ablenk, durchstecken. Und lange Ecke. Lange Ecke. Oh. Aber schau. Nimm doch in Rechten. Ja, aber war weg. Nimm in Rechten. Nicht ideal zum gewesen Tor mit drehen, links. Nicht wegdrehen. Wöber. Wolfgang Schwarz sagt, das ist Fußball für Österreich. Ja, aber ja, das ist so gut. Der Wolfgang und nicht der Major. Rechter Fuß. Lange Ecke. Stimmt. Das spielt auf dem Niveau und trotzdem nimmt er nur den linken. Was glaubt ihr, das war kein Pass und kein Schuss? Er hat kein Vertrauen in seinen Rechten. Ja. Schade. Oder mit Außenriss, natürlich, okay. Kareschma haben wir. Schau, wieder. Ja. Ralf Rangnick, na, der ist mit Emotionen. Er ist dabei. Wieder. Ja, guter erster Kontakt. Bleib in der Box. Zu einfach hergeschenkt. Aber was mich schon begeistert ist, ich finde schon, wir haben, wenn du das Spiel vergleichst zu früher, also wir haben schon viele, viele Offensivmöglichkeiten. Also das war jetzt schon für mich sehr überraschend, wisst nicht? Wie meinst also du? Also naja, früher heute war ich oder Ranjek. Belgier lassen doch bis zu einer gewissen Zone sehr viel zu. Das voll, stimmt. Ja. Aber und trotzdem, gute Chancen, das sind jetzt nicht irgendwelche Chancen, ja, finde ich. Die Frage ist halt einfach auch jetzt, wie heißt es Phasenschwein? Wer die Tore nicht macht, hat zuvor auch schau. Jemand im Chat geschrieben. Oh, Ecke, gut gehalten. Wäre aber vorbeigegangen, gell? Ja, glaube ich auch. Da muss er den machen. Weg. Er wollte safe gehen. Naja, der ist richtig safe gegangen, oder muss ihn fangen. Aber Alexander Schlager auch. Ja, wäre vorbeigegangen, aber. Ja, jetzt ist das gut. Jetzt ist das gut, schau. Ja, aber besser klar. Einmal Ecke mehr als. Ja, ich als ja. Du schaust den Ball weg und dann ist er drin. Dann geht er rein. Und dann rennen wir auf. Wir sind nicht qualifiziert für Torhüter-Geschichten. Da gibt es eigene. Aber Alexander Schlager, vieles richtig gemacht in den letzten Wochen und Monaten auch, was den Transfer betrifft. In meiner Zeit in Salzburg war er als junger Spieler damals bei uns bei dem einen oder anderen Training dabei. In sehr jungen Jahren. Ja. Und du hast damals schon erkennen können, dass er einfach ein wirklich guter Torhüter ist, der einfach auch
Mentalität mitbringt, ja. Sachen anspricht. Ist aber nicht der Größte, gell? 1,84. Nein, genau. Und das wollte ich gerade sagen. Du kommst mir jetzt ein bisschen zuvor. Trotz seiner Größe, aber damals auch schon nach Fußballerischen, da hast du einfach gesagt, der spielt die Bälle gut raus, bindet sich ins Spiel ein, coacht gut. Und da hat man schon erkennen können, hey, der wird seinen Weg gehen. Freut mich extrem für ihn, dass er jetzt da beim LASK die letzten Jahre so gut performt hat und jetzt einfach den Weg zurück nach Salzburg gefunden hat und dort jetzt einfach auch international mit Champions League und jetzt auch im Nationalteam einfach die Nummer 1 ist. Macht er gut. Und das machen die Belgier auch gut an die Latte. Deppert. Boah, geile Aktion. Aber sie haben offensiv richtig viel Qualität. Aber schau, und er bleibt in der Aktion, gelbe Karte wie immer. Und Ball geschießen auch noch. Gibt es eine Doppelkarte? Glaube ich nicht. Ui, das macht da wäre er gut gewesen, der Spanier, der Jesus. Da war er kein Freund, wenn wir geworden sind. Aber jetzt haben wir richtig geschluckt, das ist richtig gut. Aber das zum Beispiel hätte Linhardt in der Situation vielleicht auch machen müssen vorher, wo wir das Gegentor kriegen, weil er weiß, wenn er durchgeht. Taktisches Foul. Das war gut, ja. Bin ich froh, dass der nicht reingegangen ist. Weil trotz seiner Schnelligkeit gemerkt, jetzt geht es nicht mehr aus. Gespenstische Ruhe. Gespenst, ja. Hoffentlich nicht auch gleich im Stadion. Kaku hat eine Idee. Was ist da? Was ist da jetzt los? Was war, hey? Hupt es, hupt dann! Cedric drückt irgendwelche Knöpfe. Ist schon wieder ein... Tor. Aber abgefischt, leg doch mich in die Tasche. 2-0. Luke Bacchio ist... Ich hab's noch gesagt, wer es hinten nicht macht, gell? Wer es nicht macht, ja. Vorne. Aber jetzt, schau, alle rechnen mit einer... Flanke in die Box. Die spielen kurz ab, einmal mitgenommen, Abschluss. Winkel verbessert von der Situation her und dann einfach nur hinschießen, Ball aufs Tor kriegen. Zwingen Gegner und den Tormann zu einem Fehler und das macht in der Situation. Er schießt aufs Tor, Verteidiger versucht zu klären, abgefälscht, Tormann geschlagen. Danke, 2-0. Wir haben nochmals. Schau jetzt, rück zu spät raus, wie immer. Und er nimmt sogar die Breitseite, weißt, halbe Kraft. Schau, er will nur das Tor treffen. Macht er gut. Aber nicht einmal richtig. Aber doppelt abgefälscht. Das ist dann auch. Und dann sind die Fingerspitzen kurz. Doppeltes Pech. Ja, das ist. Musst du trotz allem auch dazu sagen. Oh, er geht früh. Oh, das ist, jetzt wird es natürlich. Ja, da muss, der Trainer schwierig durchblasen, der Dominik. Oder was Domenico genau? De das Desco sind Geschenke. Kollege aus Tirol. 2-0, ne? Ja, war ich, dass du es gesagt hast. Bleib ganz gelassen. Deswegen, ich hoffe, dein hast Schein, du dein Haus? Ich hoffe, dein Schein beatmet dein Auto. Geht auf. Hast du alles drauf gewettet, hoffe ich, oder? Die nein, zwei. Nur die 50 Euro für heute. Sehr gut. Dein Gewinn. Richtig investiert. Was war die Quote vorm Spiel? Belgien-Sieg? Gute Frage. Wir haben die Experten da drin. Wie? 2,50, glaube ich. 2,50? So ja, das für dich hat sich schon ausgezahlt. Verdoppelt einfach, ne? Danke. Und jetzt auf Sieg Österreich 29 und Belgien 1,08. Also jetzt bin ich jetzt. Wann schreit der Stefan endlich? Das könnte schwierig werden, denke ich. Okay. Also den links unten, unten wird schwierig. Klar, heute mal blockieren. Schmeckt euch aber, der Kugelhupf? Aber du weißt schon, dass das auch in der Fußballbubble damals was ausgelöst hat, oder? Dieser Saga mit dem Fußball für Österreich. Was selber, ne? Hatte zuletzt auch wer auf Ex, beziehungsweise aber letztens auch wieder geredet. Gestern zum Beispiel hat mich auch mal angesprochen bei der Gala. Bei welcher Gala? Du musst kurz erklären. Entschuldigung, Sporthilfe-Gala. Ja, ja. In der Stadthalle. Und zwar? Bin extra auch gestern frühzeitig von der Gala verschwunden für dieses Event heute, damit ich topfit bin. Wo Österreich übrigens Team des Jahres geworden ist. Alter, genau so ist es. Ich hoffe, die haben gestern natürlich auch gefeiert, die Jungs. Wir waren aber schon im Teamhotel, wie das Foto auch belegt. Ja. Also deswegen schaust du so frisch aus. War nicht vor Ort. Fresh, du bist nicht einmal geschminkt. Haben wir hergekriegt für dich. Entschuldigung. Sieht gut aus. Also erzähl weiter, was war? Du wolltest Sporthilfe... Da bin ich angesprochen worden, eben wegen dem Spiel Belgien. Ah, du warst halt damals dabei bei dem 4-4 und eine super Aktion, wie du da drüber gesprungen bist, über die Bande zum Rainer und zum Prohaska. Und sage, ja, jetzt stell dir vor, 94. Und er bringt ihn, schau, 3-0. Nummer 3. Jetzt gibt es Zerstörung. Jetzt tut es schon langsam richtig. Das ist Weltklasse, muss man sagen. Das ist Qualität? Das ist Qualität, ja. Aber es sind wie viele? 4-2. Überzahl. Jetzt nur
Da kommt wieder der Trainer durch bei mir. Komm, ich versuche es einfach zu erklären. Einfach bitte. Einer muss draufgehen, muss ihn blocken, anderer muss absichern, schiebt durch, volles Risiko, gehen in Zweikampf. 57. Minute. Der spielt den Ball hinten und dann steckt er noch durch. Lukaku kannst du so. Zwei Abschlüsse: einmal Latte getroffen. Einmal Tor. Okay, jetzt schon mal pass auf. Umschaltsituation. Löber, Ballverlust. Und jetzt Raschel. Jetzt ist aber 3 gegen 2. 3 gegen 2, nicht 4 gegen 2. Pass auf. Jetzt kommt er. Jetzt Grilic geht nicht gescheit hin. Oh, ja. Irgendwann muss wer rausattackieren. Ne? Ja, irgendwann muss einer durchstecken. Durchschieben. Es geht nicht. Den macht er gut. Der braucht nicht viele Chancen. Das ist der Unterschied. Einfach. Deswegen spielt er bei José Mourinho. Nicht umsonst auch die Nummer 4er Weltkotzahl in Belgien. Mhm. Ja. Und das sind die Situationen, die du ihnen nicht geben darfst. Dieses Umschaltspiel, Tempo und vor allem Lukaku dann am linken Fuß 9 Tore in 6 Spielen. Da weiß man halt dann auch, okay, den darf man dort nicht so stehen lassen. Aber 2-0 natürlich auch ein Spielstand, okay, wo es in gewisser Weise insofern schwierig ist. Gibt es jetzt noch Hoffnung, jetzt ehrlich? Nein, ja, unsere Analysen. Das Gute für uns in dieser Situation ist jetzt, wir haben trotzdem noch... Ein Learning. Es ist ein Learning, genau so ist es. Aus dem Spiel dann einfach mitnehmen, wenn du eine Top-Mannschaft spielst, 65-70% Ballbesitz, nein, du hast 2-3 gute Möglichkeiten, machst die Tore nicht, gibst dem Gegner 4 Möglichkeiten und kriegst 3 Gegentore. Das ist jetzt einfach ein Learning, dass wenn du bei der Europameisterschaft bist und dann gegen solche Teams triffst, die einfach von hinten bis vorne Top-Spieler in den Reihen haben. Obwohl auch ein De Bruyne zum Beispiel auch fehlt, muss man auch sagen. So ist es. Da finden auch noch 2-3 Spieler, wo du sagst, dann werden die nochmal so aber wichtig. Aber weißt du, was jetzt wichtig ist? Kein viertes Grün. Ja, aber für die Community wäre es wichtig. Wichtig ist die Reaktion jetzt auf das... Entweder Köpfe hängen lassen oder gestärkt daraus gehen. Nee, ich würde jetzt da anstelle von Ralf Rangnick. Jetzt muss jeder am Platz. Aber die wirken jetzt nicht so, als hätten es. Es geht noch eine halbe Stunde und ich würde jetzt einen Doppel- oder vielleicht sogar einen Dreifachtausch machen. Nicht nur wegen unserem Bingo-Spiel, sondern einfach auch, um ein Zeichen zu setzen. Da lacht das Publikum. 7 Euro! Gut! Jawohl! Und den Jungs einfach auch die Möglichkeit zu geben, weil es steht jetzt 3-0. Ja, ich meine, ich hoffe, wir gehen. Wie viele Tore müssen geschossen werden für den Code? Also ein Anschluss. Geht oder sich ein easy aus. Treffer, der auf 1 3 4 oder mehr Tore, was? Ja. Ja, geht sich locker. Du musst nicht einmal schreien heute. Das ist Wahnsinns. Bleib in Aktion, bleib drin. Bleib drin, komm. Weil wir schon von Wechselspielern gesprochen haben. Das ist kein Dribbler, das ist kein Dribbler. Wen würden wir bringen? Oder wen würdest du bringen? Ich bin's nicht. Ich würde mal Kalajdzic, Sabitzer und vielleicht noch in... Ich würde einen Seidel bringen. Was, Seidel? Mit dem habe ich bei der Admira gespielt. Schneller, billiger Spieler, guter linker Fuß, Risikospieler. Geht auch mal ins Dribbling. Ja. Das wären jetzt meine Überlegungen. Und Kalajdzic ist einfach vorne. Wir müssen dann vielleicht noch... Da brauchst du aber, naja. Ja. So, wollt ihr Doppeltausch oder machen wir gleich dreifach? Ralf, bring 3. Komm, fahr mal ins... Also wenn er jetzt genau das umsetzt, was du aus dem Stuhl hier rausgehauen hast, das heißt, du bist verbunden eigentlich. Fallout-Entwurf. Das ist das, was ich am meisten... Was war? Falscher Einwurf. Fallout-Entwurf. Es war ein bisschen gemischt, Englisch-Deutsch. Ja, habe ich schon verstanden, ne? Aber was war falsch genau, wenn ich geschaut gerade? Ist aber eine Watchparty. Hat den Fuß gehoben. Du musst mit beiden Füßen am Boden sein. Ja, eigentlich schon. Ja. Und das hat der belgische Spieler jetzt schon nicht glücklich. David schreibt mir schon, siehst du, ich schreibe ihm gleich zurück. Markus ist auch schon. Ja. Würden auch lieber mitspielen. Der Transfer zu Inter Mailand war eigentlich nicht so geplant. Lukaku hätte eigentlich bleiben sollen. Und durch den Wechsel von Lukaku zu Roma ist erst der Platz für Marco frei geworden bei Inter. Und freut mich aber für ihn. Schau. Oh, er hat nur den Stift drauf. Er ist ja für den Belgier. Ich habe schon geglaubt, er hat... Ich habe gedacht, rot jetzt. Nein, ich habe gedacht, für den Belgier gibt es Gelb-Rot. Schon wie angefressen ist. Aber ich glaube, das war auch... Schauen wir uns gleich an, die Zeit. Er spielt den Ball.
vertretbar. Hat er ihn schon getroffen? Ganz aber leicht. Richtig. Ganz leicht. Autsch. Was für Schuhgröße hast du eigentlich? UK 13, 48, 2 Drittel. 48, 2 Drittel? Mhm. Ach, schwierig, oder? So ein herstehenden Schuh? Nein, ich. Auf der Video Community? Ja, hast du. Ja. All black, everything. Danke. Das ist 48, 2 Drittel? Ja. Das ist ja das irgendwie wie so ein. Nicht so schlecht, gell? Gib deinen zum Vergleich her, Chris, was? Bitte. Nein. Da, das ist sogar 13,5, 49,5, schau. 49? Ein Tor Österreich wäre perfekt, schreibt Bische Chris. Ach. Aber hast du da immer, hast du da immer mit den, hast du da immer, hast du da Probleme gehabt zum Nachbestellen? Oder? Wenn ich habe. Du hast ja sicher Lieblingsschuhe gehabt und du wolltest immer nur mit denen spielen, oder? Ich habe zum Glück seit meiner Bayernzeit, oder vorher auch schon, ich habe immer mit Adidas gespielt. Ja. Dann über meine Zeit bei Rapid und dann, weil ich im Nationalteam war, auch einen Vertrag mit Adidas gehabt, bis zum Ende meiner Karriere jetzt. Und sie haben immer UK 13, da habe ich die Schuhe gehabt, wenn ich die Schuhe kaufen hätte müssen. Schwierig. In meiner Größe gibt es halt vielleicht ein, maximal zwei Paar. Also die sind relativ schnell vergriffen. Ja. Von dem her habe ich immer Glück gehabt, dass ich den Schuh gekriegt habe. Aber ich hätte so wie Toni Groß machen sollen. Wahnsinn, ich, ja. Der spielt auch immer mit den gleichen. Immer mit dem gleichen. Ja. Er braucht einen weißen Schuh, er braucht einen Adi Pure. Er braucht einen weißen, schau, ist zu einfach. Schau, es ist zu einfach. Verstolpert. Zum Glück verstolpert, ja. Der spielt seit Jahren mit dem Weißen, gell? Mhm. Ja. Der kann was, also auch dieses alte Modell, gell? Ja. Schöner wenn du dich mal gewohnt angepasst. Hast, dann ist das, gell? Das ist schwierig, das ist wie wenn es dann. Ich habe den Predator von 2008, der Weiße, boah, mit dem habe ich teuer gemacht. Und den hast du dann nicht mehr gegeben, oder? Haben den sie dann nicht mehr gegeben. Und sie haben natürlich dann auch von Adidas gesagt, du musst halt mit einem neuen Modell spielen. Und ich habe damals die Schuhe hergeschenkt. Ich habe die Schuhe, die zu viel waren, Freunden, Bekannten. Ja. Wenn ich die jetzt noch irgendwo im Keller hätte, boah. Aber ich weiß es bei den Tennisspielern zum Beispiel. Die Kryptowährung wären die Schuhe. die bei den Tennisspielern ist es so, wenn die jetzt ein neues Modell bekommen. Was macht denn der überhaupt? Dass die einfach mit dem alten Modell weiterspielen und die tun das einfach drüber malen. Genau, richtig. Du kennst die eh aus. Nee, zeigst nur nicht. Du bist immer. Experte bin ich. Sehr schlitzig. Ja. Fuchs bist du. Fuchs, ja. Ui, da bin ich schon. Wirklich. Aber ich bin ein bisschen ins Depri. Ich glaube, jetzt passiert gleich was. Depri-Stimmung. Jetzt passiert gleich was. So. Rechts unten sehen wir es. Du merkst jetzt, es ist zerfahren. Können wir mal auf unser Bingo schauen, liebe Regie, was da eigentlich noch ist. Dreifach durch. Was habe ich da gesagt? Cam, Karajcic und? Ich glaube fast, wir müssen das. Den kennst du, gell? Ja. Wenn wir das Bingo dann wieder vorliegen haben, fast durchgehen lassen. Okay. Es ist zwar kein Doppeltausch im direkten Sinne, aber zumindest ein Dreifachwechsel. Ja, aber mehr geht immer eigentlich. Ja, wir. Aus diesem Grund, erster Doppelwechsel im Spiel, machen wir Dreifachwechsel. Und drum, frische Power. Hat das schon, die nächsten du hast gesagt, 3 Charme, Euro oder? Für die ersten 200 von euch. Gehen Sie aus der Ralle, ja? Zwei? Ich habe drei Namen gesagt. Drei Namen gesagt. Und zwei sind gekommen. Also ja, ist gut, ja. Offensiv. Hab nicht gewusst, dann so vielleicht, wie gesagt, verletzt. Sabitzer nicht hundertprozentig fit, dann sagt er bei 3-0, ey Coach, brauchen wir nicht. Nicht so wichtig, Montag ist wichtig, ja. Ich wollte schon ansprechen, macht Österreich oder wie es so schön heißt, machen wir dann am Montag den Sack zu in Sachen EM-Quali. Gegen wen spielen wir am Montag? Ja. Montag auswärts in Aserbaidschan. Wird es dann soweit sein. Und wenn wir dann gewinnen, dann haben wir es erledigt, oder ja, was? Oder wenn Schweden nicht in Belgien gewinnt. Also richtig. Das ist und ja auch ich, noch ich immer glaub, die Option. Ich glaube, die Belgier werden daheim auch vielleicht für uns spielen, dass die Luft da vielleicht bei den Schweden schon auch draußen ist. Nein, wir müssen gegen Aserbaidschan gewinnen und unsere Arbeit erledigen. Ich habe dort auch schon mal gespielt in Baku. Und wie ist das von der Atmosphäre, von der Stimmung her? 5 Stunden Zeitverschiebung oder so, glaube ich. Mhm. Und heiß war es damals. Ganz komisch. Und atmosphärisch im Stadion? Ist das etwas? Nein, nicht heiß, kalt war es. Entschuldigung. Das, wir waren in Kasachstan und Aserbaidschan. Das war so Doppelkatastrophe. Dann haben wir Willi Rutensteiner damals Trainer. Wir haben uns in unserer Bubble bewegt. Wir haben nach der österreichischen Zeit weitergelebt.
haben die Vorhänge zugezogen und haben immer österreichische Zeit, Abendessen, Mittagessen, lustige Geschichten. Ich glaube mir, in 18 Jahren Profifußball erlebst du sehr viel und ich hoffe, Lukaku macht wir jetzt nicht mit Rechten. Wir erleben da nicht noch was weiteres hoffentlich. Ja. Schau, wie er zurücklegt. Der bindet gleich drei gut, und fährt gut. Weg. Aber er bleibt in der Aktion. Aber so von den Fans her, Aserbaidschan, etwas, wir wovor haben, man sich fürchten muss. Wir haben aus dem Spiel Aserbaidschan. Ja. Und war ein cooles Stadion. Also es war schon nicht schlecht. Baku angestarrt, da waren wir auch in so einem Shoppingcenter. waren wir auch im Shoppingcenter. Cool. Da haben wir oben im Hotel gelebt. Also, aber nicht rausschauen dürfen, weil der Vorhang. Wenn du rausgeschaut hast und hast runtergeschaut, da haben die dort so eine Wohngegend errichtet. Das war damals, wie haben die geheißen, die Mystery Lane, wie hat die geheißen? Desperate Housewives? Wie war die Serie? Ich habe das nie geschaut, leider. Ja, tut mir echt leid. Ich also. Auch du auch nicht? Aber nein. Die haben das irgendwie dort so irgendwie nach. Ich glaube, ich schaue das heimlich. Nee, die haben nicht. Der fährt eine, der grätscht rein. Grätsch ist noch immer am Blatt mit seinem. Wo ist unser Publikum? Du merkst die Debris-Stimmung. Debris-Stimmung. Wir machen sehr am Montag. Am Montag sind wir dann fix dabei. Also bleiben wir bis Montag da sitzen jetzt, oder? Aber bleiben bis Montag sitzen. Ja, sitzen bis Montag. Spaghetti Bolognese kommt noch von Daniele Di Stefano. Wir warten drauf. Daniele. Der Hunger wird größer. Ja, auf andere Seite verlagern. Ja, lass ihn durch. So wie du die Pizza-Zeit oben gehabt hast, siehst du. Zeigt er schon die ganze Zeit. Aber was Zeit ist das, was ist die Idee von dem Schuss, würde ich gerne verstehen? Gar nichts. Also jetzt ja, von der Qualität her nehmen wir leider vom Spiel her wirklich ab. Ja, du merkst keine Power mehr, gell? Erkennen auch Trainer, Co-Trainer und Analysten. Und zu schwach jetzt, heute für Belgien jetzt, leider, schreibt Wehe 63. Das stimmt ja, heute leider. Ja, zu schwach? Zu schwach heute für Belgien, Österreich. Ja. Na, Belgien ist eine Klasse besser, was vor allem auch die Qualitäten der letzten Reihe dann angeht, Chancen, Verwertung, schau, wie er auftritt und jetzt steckt er durch. Zum Glück steckt er nicht durch. Wir haben wieder alleine runtergerannt. Ruhig, 4-0 kommt noch. Der sagt, hey, ruhig. Sagt zumachen, 70. Nein. Das ist dann auch die Qualität. Wo ist unser Publikum? Ein Schleifer gefangen, oder wie? Ich möchte die Stimmung spüren einfach. Spürst du die Stimmung jetzt? Oh, ist faul, oder? Nein. Steh auf. Keine Gefahr weiter hinten offenbar. Der sagt, Kuh macht's im Wechsel, wirf ein. Steht 3-0. Aber was man auch sagen muss, auch wenn wir natürlich das eine oder andere kritisieren, Österreich bislang noch keine Niederlage kassiert in dieser EM-Quali, das ist schon auch etwas, was man positiv hervorhebt. Das ist aber Applaus wert! Wo ist unser Publikum? Ich habe mich dann im letzten Heimspiel Klatsche gekriegt. Ist dann auch wieder... Schmerz natürlich. Schmerz. Doppeltorschütze, müssen wir froh sein, dass er den vom Platz nimmt. Er sagt, danke, 70 Minuten reichen heute. Macht gegen die Schweden nur zwar. Luke Bakio war halt einfach... Ja. Schmerz natürlich auch wegen der Euphorie, die entstanden ist rund ums Nationalteam und die hoffentlich natürlich nicht wegen dieses einen. Ja, aber ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Kommt vielleicht dann auch zur richtigen Zeit so eine Niederlage, dass du einfach dann daraus lernst, dass du einfach sagst, okay, wir das haben ist ein jetzt, super Satz wieder, finde ich, von dir. Dankeschön. Wir haben im Herbst dann nochmal einen sehr, sehr guten Test Learning, gegen die Deutschen. Ne? Learning. Die Deutschen sind auch gerade in einem, so einer Umbruchphase und dann einfach da auch zu sehen zum Jahresausklang, wo stehst du, welche Spieler haben es sich verdient, dabei zu sein, gegen den großen Bruder da dabei zu sein, gegen Deutschland. Und dann im Frühjahr hast du dann vielleicht noch deine 2-3 Testspiele. Und das ist der Brass, ist der Brass drin jetzt, oder? Ja. Der ist ja kritisiert worden von Rangnick, dass er nicht die Kraft hat für 90 Minuten. Nein, das war nicht der Brass, Schneck. Okay, gut. Ich muss jetzt auch aber mal auch kurz aufstehen und gebe euch und den Leuten daheim die Möglichkeit, nur euch zwei jetzt dazu genießen. Admiral ist einfach der beste Anbieter, kann man nichts sagen. Wir müssen schon, wenn ihr Bankscheinproppen habt, kriegt ihr einen extra Brief von mir, gell? Ja, aber du schläfst ja heute Abend gut, dank Samina. Du kennst dich aus. Du hast einfach Qualität. Ich hoffe jetzt, ich bekomme auch so eine Matratze. Er kriegt jetzt auch so eine Matratze. Es liegt ja nicht nur an der Matratze, es liegt ja am kompletten. Ich will auch einen durchgehenden Lattenrost. Ja, jetzt! Hoi, 3-1, was ist da los? Wen ist da? Wahnsinn! Bingo! Bingo! Bingo!
Konrad Leimer vorher noch in die Wolken geschossen. Tor-Garantie 7. 7 Euro Wettkurs. Endlich! Stimmung, Publikum! Sag mal, wie sich das Blatt dreht. Komplett. Naja, okay. Ich glaube, man hat einmal nur ein gutes. Das ist Reaktion! Das ist Reaction, schau und schau. Super, super Ballgewinn im Mittelfeld. Ja, schau. Jetzt und so schnell geht's und drei Kontakte. Abschluss, Breitseite, Pfosten voll rein. Ja. Und da hat, der hat den auf den schwachen Fuß erwischt. Getudelt den Gegner auch noch. Drei, vier Kontakte. Geil. Rasenschwein klingelt's gleich so. Überlegt. Ein klassischer Aufsitzer. Kontrollierter Schuss. Sehr schön. Und genau das zeichnet dich aus, Chris. Zuvor hast du gesagt, wir müssen mehr schießen aus der zweiten Reihe. Und schon schießen wir aus der zweiten Reihe und es klingelt. Ich bin einfach an. Du sitzt nicht umsonst neben mir. Nein. Der Kapitän geht übernimmt voran. Verantwortung. Der verlängerte Arm des Trainers. Ja. War sehr stark. Na, was, ich finde das gut, weil 3-1 klingt gut. Nee. Besser als 4-0. Ja, die Frage ist, geht jetzt noch was? Ist egal. Oder ist die Stimmung nur hier bei uns kurz so aufgeschwappt? Nein, das war eine wichtige Reaktion, Leute. Ich finde, das ist gut. Ich war letztens wieder bei einem Rapidspiel und dann hat der gesagt, ja, mir kommt jetzt schon wieder das Grausen, wenn ich an die Rapid-Viertelstunde denke, weil immer, wenn wir das einklatschen, kriegen wir Gegentore. Und zu deiner Zeit, damals noch mehr Hofer. bei dir. Das war alles anders. Das war immer, da habe ich gewusst, Rapid-Viertelstunde, ihr habt so viel Tor gemacht. Das war Wahnsinn. An was ist das gelegen? Ja, wir waren fit. Ja, ganz einfach. Wir waren wirklich fit damals und haben wirklich hinten raus dann am Ende von Spielen noch Ja, ich glaube, hell. Hat was mitzuteilen. Und zwar schreibt er mittlerweile zum 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. Mal, dass auch beide Mannschaften so mitgetroffen haben. Können wir noch mal auf unser Bingo schauen? Lieber Cedric, lieber alle. Sehr aufmerksam. Beide Teams treffen. Na schau an. Jetzt fehlt nur noch links unten. Können wir auch machen. Nächstes Bingo. Bingo, beide 5 Teams Euro. Treffen. Applaus, wo ist unser Publikum? Wow. Jetzt geht's dahin. Das ist ja sensationell. Jetzt fallen die Bonuscodes wie die Show. Diese Watch Party. Wow. Geht ab wie nix, unglaublich. Mich mit Katze. Kennst du diese Rede? Ja, ja, das hast du schon oft gesagt. Ja. Nein. Oh, ja, habe ich dir noch nie erklärt, wo das herkommt. Watch Party hast du es gesagt, das hast du dir nicht gemerkt. Habe ich mir gemerkt. Nein. Wirklich. Das schaue du hast immer so Grundsprüche. Ich kenne dich jetzt seit 1,5 Jahren. Ja. Du hast so ein paar 3, 4 Sprüche. Aber bereust du es nicht, oder? Nein, ich finde es total nett. Ich habe vorher nicht so viele Freunde, also ich habe vorher auch keine Freunde gehabt, aber du bist so mein erster Freund. Jetzt erklär mal das, wie seid ihr bitte auf ihn gekommen? Was ist da passiert? Wo hast du dich beworben oder wie geht das? Ich brauche mich nicht bewerben, zu mir kommen die Leute. Ja. Weil sie den Riecher haben, den richtigen, weißt du? Mhm. Sie sagen, okay, der Typ ist entertaining. Eben. Ja, aber wir sind ja hier gestartet, Christian. Und ich weiß, komm einer da, wir brauchen echt mehr an, komm, setz dich mehr her. Kennst du aus dem Fußball? Daniele, die Stefana hat schon einmal Spaghetti versprochen gehabt, ist nicht gekommen, dann haben wir was zum Essen bestellt, Chris hat es gebracht und hopp, seitdem ist er hier. Geht noch was? Ja, es geht noch was, es muss noch was gehen. So, eine Viertelstunde, jetzt klatschen wir das. Liebes Publikum, bis jetzt war ich immer nett zu euch, ja? Ich habe euch immer verteidigt. Aber das Blatt wendet sich. Ich werde hier gemobbt. Wo ist der Betriebsrat? Ja. Aber das sagst du immer. Das sage ich immer, gell? Wo ist der Betriebsrat? Ja. Dabei wirst du behandelt wie nur was. Jetzt eingelöst. Jetzt, aber die wissen mehr. Xaver! Den schicke ich Brühl. Der muss wissen, hinter ihm. Hey. Rote. Nein, es gibt die gelbe für Leimer. Aber sehr aktiv sind wir jetzt, gefällt mir. Taugt mir. Er geht aber voran. Die Community, muss man unsere vorangehen. Community vor Ort ist ein paar Sekunden weiter vorne. Seine Sprachkenntnisse vom Ibiza-Urlaub einzubringen. Ich bin Spanier, probiert jetzt ein bisschen Schmerz und was das ist. Quote 1:64 und 1,01. Für Major Schreimal, steht Jackie Chan. Ja! Ja! Ich glaube, ich habe was anderes gemeint. Ach so, da will er noch. Bingo! Nicht bei mir, du kleiner Lümmel, du! Ich habe nicht gespielt, von dem her, heute wird euch nichts geschenkt. Ich glaube, der Mädchen ist. Es tut mir eigentlich auch leid, dass sowas in so ein Bingo-Spiel eingebaut worden ist. Bei dem Ergebnis, das ist ja. Also wenn du auf den Tisch tanzen würdest, ja, bis dein Kopf anhast, das wäre. Ja, dann müssten wir den vierten Stock aufnehmen. Das würde ich so feiern.
Ja, der bricht auch. Bei der nächsten Major Party. Ist no Legende. Party ohne Major hast du mir geschrieben, ja, no oder? No Major, no Party. Du kennst die aus. Also no Major, aber fast. Aber pass auf, no Major, no Party. Ganz eine. Du bist du hast eine Geschichte aus der Schweiz, die Geschichte? Genau, die Geschichte. Ara, oder was, glaube ich? Ara, ja. Ara, genau. Ist wir haben verloren, Trainer hat mich eingewechselt und wir haben dann verloren. Und ich werde betreut von Emil Marketing auf Social Media. Aha. Und habe da meinem Betreuer geschrieben, ja. Jetzt passiert, glaube ich, noch was. Für einen Belgier? Ja. Schauen wir mal. Sehr gut. Wird es geprüft? Nein. Können wir kurz mal, den Bar hinten einblenden? Cedric? Und? Ja, es wird geprüft. Ja, es wird geprüft. Ciao. Community diese deutsche Konsequenz gefällt mir. Ciao. Schauen wir. Ui. Wimmer ist auch on fire. Der ist on fire, aber wie? Der sagt, wo gehst du zum Friseur, mein Freund? Ah, das ist gute Friseur. Ja, hier, erster Bezirk. Geht immer. Jetzt? Ai! Gibt's einmal Geld Lukaku für Lukaku? Sagt, nee, ich hab guten Barber. 16er Bezirk. Jetzt taugt's ihm, glaube ich. Ah. Ich gehe seit Brunnenmarkt. Und? Da nee, Brunnenmarkt. Da ist er schon gegangen. Ui, oh na. Jetzt mal nehmen wir. Also unser Bingo heute. Den haben wir schon mal gehabt heute. Ein Traum. Okay, wir haben noch 12 Minuten. Ja, und wir haben noch ein Bingo. Und jetzt sind wir wieder bei dem. Mehr Platz am Feld. Diskutieren. Jetzt müssen wir 5 Euro. Ein Spieler wird ausgeschlossen, es geht dahin. Wow. Die Bonuscodes gehen weg. Habe ich das auch schon mal gesagt, wie die warmen Semmeln? Ja. Rasenschwein, bitte. Ja, das ist. Wenn du gelb hast, darfst du so nicht hingehen. Und jetzt Überzahl und noch Viertel. Und der Schiri hat gefällt. Und der steht noch direkt daneben. Boah, der steigt aber richtig drauf. Naja. Gut, okay. Sehr. Gerhard. Der Gerstenmeier sagt. Oh, Lukaku, schon. Ja, ja, hey. Aber der ist schon. Und jetzt ein Treffer und jetzt, dann geht noch was. Dann zittern's. Dann fangen wir unser Konto. Wir brauchen in den nächsten 6 Minuten ein Tor, dann geht's 3-3 aus. Weil dann geht danach sicher noch Stell dir vor, damals 4-4, heute 3-3. Wow. Oder heute auch 4-4. Wow, naja, also ich glaube. Also dann hätten wir, glaube ich, noch einen Bonus. Ja, sicher. Anschlusstreffer geht sich aus, glaube ich. Wie man ist aus? Was ist? Wer ist gekommen? Sabitzer. Siehst du, er sagt, Trainer, 10 Minuten. Willst du das Spiel noch drehen? Komm, bring mich. Wir probieren es zumindest. Ja. Ja, jetzt muss er. Siehst du, der läuft das schon brav durch. Das gefällt mir. Magic Anwar. Wir wollen Bonus. Ich kann nur sagen, ihr bekommt Bonus. Nicht springen lassen. Die ganze Zeit. Nicht springen lassen. Nimm den Ball runter. Du bist mit. Kann das sein, dass du mitten im Spiel drin bist? Ich bin richtig dabei. Aber die Geschichte jetzt Ara, genau. Ara, wer betreut, habe dann den Text geschrieben, den ich mir fürs Posting vorstelle. Und habe halt dann noch Hashtag dazu geschrieben, No Major, No Party. Und dann das 1:1 übernommen und gepostet. Und dann bin ich gesperrt worden vom Verein. Also das wollte. Ja. Das Augenzwinkern ist halt komplett ins Posting reingegangen. Soll vorkommen. Siehst du, auch im WAR wird das nochmal überprüft und sie stimmen mir zu, dass es damals so war. Ich muss auf Prastek da, wird schon Ball in die Tiefe geht und jetzt? Kalajdzic, wo bist jetzt du? Haben komm, hey, Hand. Handspiel. Nicht reklamieren, schau, Schiedsrichter, komm. Nein, Jesus, nein, alles nein, war kein Hand, ja, es war Hand, ja. Überprüft, ja, er überprüft schon, ja, ich überprüfe. Jetzt wird's richtig geil. Er sagt in seinem guten Spanisch, hey, wie Problem. Sagt man, im Keller ist noch Licht oder irgendwie so ähnlich. Oh. Jawohl! Das ist nicht angelegt. Aber was? Geht schon weiter. Was? Ich glaube, es war keine Unterbrechung in der Zwischenzeit. Nein. Es war schon ein Einwurf, oder? Ja, somit kann da auch nicht mehr eingreifen. Ja, wo schießt denn der hin? Gibt's schon? Das gibt's nicht. Jetzt geht ja nichts mehr bei uns, gell? Da brauchen wir gar nicht schicken. Geh. Bin ja bei Belgien, Österreich. Jetzt prüft er. Das heißt, es war. Doch. Es gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter. Urgeil. Es gibt Elfmeter. Es ist so geil. Das Spiel ist so geil. Alter, ist das geil. Nein, war. Unsere Community vor Ort. Es geht nur ab. Stimmung, Leute. Und wenn der jetzt drin ist, dann. Ja, wie geil ist das, bitte? Ja, komm. Man merkt, dass du das nicht gut hast. Man merkt ja. Schau mal, das ist ja so, dass du nicht gesehen. Ich habe am Anfang geglaubt, er ist mit Hand dem dran gewesen. Nein, Hand ist nicht angelegt. Ist ein Handspiel, eindeutig. Aber Kalajdzic sofort gemerkt, gesehen, gespürt. Das ist ein Handspiel. Das ist ein Handspiel. Aber ich glaube, dass
zu Recht aufgeregt. Wer schießt? Sabitzer? Es ist noch der Check im Laufen, also hoffen wir mal, ja, der dass der... braucht nicht mehr checken, ich sage ihm, schicke ihm durch Funk, ja. Er schaut sich selbst an, Jesus. Ja. Er braucht nichts anschauen. Jesus, aber warum macht er die Meta jetzt? Weiß ich nicht. Dann haben wir wieder 8 Minuten nach. Osi 1303 schreibt Clara Elfer. Der Hose? Osi. Osi. Aber geil. Und auf Twitch geht's auch rund. Hier nochmals. Nein. Doch. 11 Meter. Ja, 11 Meter. Im Hintergrund die Fahne. Wie ein Krieger. Ha? Andererseits, er gibt die Hand danach schon auch weg. Wie du siehst, aber kann das? Aber es ist keine Hund. Nein, es ist hundertprozentig. Also das ist eine Garre. Das darfst du nicht hingehen. Das geht nicht. So, jetzt pfeift er. Und sagt, hey, 3-2, wir machen gibt es, wir machen es nochmal spannend. Jawohl! Was habe ich zuvor gesagt? Bis zur 85. Du sagst die nächsten 6 Minuten. Du sagst die nächsten 6 Minuten noch einen Treffer. Und dann geht es noch unentschieden aus. Das könnte jetzt noch was sein. Sabitzer, rechts oben. Ein Hauptzug des links unten. Zappelt. Links unten? Links unten. Cedric schreibt, ich oder wieder Marco, aber nur Arm zu und du nur. Einfach rein ins Tor. Er sagt, aber Schiedsrichter. Komm jetzt auf zum Diskutieren. Ich habe mit meinen Haaren nicht gesehen, wo ich meine Hand habe. Der Übersetzer. Schau, was er weiß. Karte? Gibt es eine Karte auch? Nein. Wer übernimmt Verantwortung, wie es so schön heißt? Marcel Sabitzer. Treffer schon rechts gefallen, um, offenbar. Rechts um. Wo ist der Code für Elfer? 2-3, schreiben Sie. Das heißt, er lebt uns jetzt live mit beim Torjubel zum 2-3. Rechts oben. Ich sag links unten. Ja, er trifft. Ich sag auch links. Ich sag auch, er trifft, weil die Community schreibt schon. Rechts oben! Jawohl! Immer Sadik! Immer! Jawohl! Und jetzt nochmal am Schluss. Geht's, Olas? Ich muss die Community fragen. Die Community vor Ort. Bumm. Da ist eine unglaubliche Stimmung. Was für eine Stimmung. Geht es noch unentschieden aus? Unglaubliche Stimmung. Hier und da. Und da, da. Und Ergebnis auch noch unglaublich? Ja, und es kann noch unglaublicher werden. 3-3? Ja, super natürlich. Fragen. Was, darauf nagel ich dich fest. Du auch 3-3? Ich glaube auch nach 2-4. Ui. Ich frage ich nichts mehr. Nein, wir kriegen noch Konter. Wir kriegen noch Konter. Ist das ehrlich? Ist das ehrlich? Ist gut. Ja, 3-3 in der 93. Gewinnen wir noch? Nein, wir hoffen aufs 3-3. Ich bleib dabei, wir gehen nicht gewinnen. Also ich glaube nicht, dass da noch was geht. Diese nüchterne Analyse gefällt mir gar nicht. Da gehe ich wieder. Wir haben keinen Wechsel mehr. Wir haben keinen Wechsel mehr. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir nicht. Wir brauchen nur noch ein Tor. Gehen wir, Jungs, gehen wir. Grilic. Was bekomme ich eigentlich? Ich habe gesagt, wenn jetzt dann noch, jetzt geht es unentschieden aus. Ja, du bist auf einer eigenen Bingo-Liste. Du bist in dem Spiel einfach zu gut. Jetzt unentschieden. Die rote Karte hat ein Spiel verändert. Nee, jetzt können sich aber das Blatt gewendet, Chris, hast du gesagt. Ja, ja. Jetzt müssen und jetzt wir spielt auch das Mentale wieder eine bleib Rolle. In der Box. Jetzt ist aber schwierig. Wo der mal dumm rennt. Mit Sima von Manautovic. Ich glaube, es geht von allein nicht die Kickerei. Aber jetzt kann der Kalajdzic helfen vorne, gell? Mhm. Den musst du jetzt suchen. Ja, das ist ein Zielspieler. Schau, Burak schreibt in der 92. Fällt das 3-3. Ja, schau, ich suche den eh schon. Ja. Oder nochmals Hand. Schlechte Flanke. Die Flanken, das ist das. Bumm. Gut gemacht. Gut. Bei du gut. Diagonal, gut andere Seite verlagern. Lass sie laufen jetzt. Lass sie laufen. Schlager. Hopp. Und jetzt Ball in die Box. Komm. Ecke. Schießt einmal. Der Brasser ist so aggressiv. Schau. Er ist so geil einfach. Ich finde, der Spieler ist super. Geile Mentalität. Es geht auch sicher noch 10 Minuten. Da geht noch was, schreibt der Hans. Er ist so geil. 5 Minuten Nachspielzeit. Richtig gut. Voll motiviert. Du hast noch Zeit, Matcher. Immer Zeit, ja. Der Wahr sagt, no Matcher, no Watch. Party. Ja. Community rufst. 4-3 schreibt der John. Was muss der Stefan schreien, damit der nächste Code kommt? Und jetzt machen wir am besten. Nein! Idee der wird noch gefährlich, der wird noch gefährlich. Nee. Nein. Aber die Idee war gut. Schade leider. Hm? Oh, gut. Komm mal. Der macht einen auf Wiki. Ich hab's. Die bringen jetzt noch Vermeeren und Keita. Ich spiele alles auf den.
Ich bin nicht die Großhand, gell? Mal, ich finde, ich lasse dich einfach reden. Schon. Das ist was Neues. Du hast so einen guten Gas gehabt, gell? Ja, selten. Also von selber läuft es gut, ja? Finde ich gut, ja? Wir könnten noch ins Stadion schauen. Warum? Läuft ohne uns auch. Habe ich eigentlich, wie Sie mich da kontaktiert haben, ja, war eigentlich die Grundvoraussetzung, dass wir im Stadion sind. Aber die UEFA hat uns ja ein Strich durch die Rechnung gemacht. Aber die Stimmung ist hier mindestens genauso gut. Ja, aber das, weil du in keine Skybox reinpasst, deswegen. Die haben keine Ladestation für ein Elektroauto. Alles vergeben. Da komm jetzt ja noch. Genug Zeit noch. Lukaku, der gibt keine Haut her. Okay. Klassische journalistische Frage wäre jetzt, wenn es beim 2-3 bliebe, dennoch wichtig, die beiden Treffer auch im Hinblick wahrscheinlich auf das nächste Spiel dann schon, oder? An wen ist die Frage? Fragst du mich oder? Ich frage den Experten. Die Frage ist ein Witz, oder? Das ist eine klassische Frage. Für die Moral, gut, dass du so zurückkommst, 0-3, dass du noch zwei Tore machst. Für die Zuschauer jetzt auch, weil wenn es 3-0 stehen würde, wäre es schon halb leer. Genau. Da war gerade, was ist da, U1, U2? War gerade schon voll. Schau. Oder es wären noch ein paar im Prater rübergegangen? Nein, aber ich finde das genauso kürzlich. Ich glaube, früher war halt Österreich einfach so, okay, 3-0 jetzt schon aufgeben und so, aber die Reaktion war jetzt super. Gut. Super Reaktion. Die Reaktion ist noch nicht am Ende, hoffe ich. Und das sind dann auch die Fehler vom Gegner, die du einfach annehmen musst. Auch aber die Bälle in die Box bringen, Gegner zwingen, dass dort vielleicht der Handspiel passiert. Jetzt müssen wir einfach schneller... Aber sie werden das 3-2 auch abfeiern. Bis ja, 10. Wir müssen schneller verlagern und dann aus der Position drüben, aus der Halbposition... Über die Seiten in die Box! Kalajdzic. So ist es. Haut sie mal bitte Akipo rein. Komm, ja. Aber das dauert, das ist hin und her. Leider. Wer übernimmt die Verantwortung? Wer übernimmt die Verantwortung? Oh weh. Ja, das ist schon wieder zu viel. Nein, dieses Tiki-Taka, da die Bälle verlieren. Spielt der Mitterschlag. Da brauchst du einen Langen in der Mitte! Ja, aber was bringt das, wenn ich da auch drinnen stehe und die Bälle kommen nicht? Ja, du brauchst da. Ja, es kommt schon noch. Es kommen keine Flanken dort. Schau. Das ist sehr, sehr bitter. Mager. Ja. Gegner. Ja. Komm, jetzt mach es. Gut zu, aber. Jetzt spielen sie einen Flachhand, schau. Und jetzt Schuss. Abschluss. Aber nein, das war hektisch. Ja nicht das, war zu hektisch. Das war zu hektisch. Das war zu hektisch. Schade leider. Aber wie wir heute schon gehört haben, Krems konnte auch in der 95. und 97. Minute noch die Partie für sich entscheiden. Das war Fußball für Krems. Ja, das war. Und bei Grilic wissen wir ja da aus der Ferne, der hat ein paar Schüsse drauf. Gell? Sagt der Ralf auch. Mann, Florian. Florian. Das Synchronsprecher wäre aber so ein Major. Nummer 10. Synchronsprecher. Wäre er gern, gell? Ja, er könnte ja gut, glaube ich. Ich weiß nicht. Nicht? Ich glaube, die KI geht das besser. Nimm das du? Ja, ist besser? Er kennt es nicht. Hab noch nie gehört. Der hat einmal geschossen rüber. 6 Minuten. Nachspielzeit. Come on. Ja, 6 Minuten ist erster gut. Erster Kontakt. Also, aber ich glaube, es ist... Can, geh drauf. Nein, immer diesen Haken hin. Gut gemacht. Ja. Aber jetzt rein einmal. Schau. Und jetzt? Nein. Rechter Fuß. Ui. Ja, Ecke. Ui. Dann noch rechtzeitig. Gerade noch rechts rum. Nein, war noch erwischt. Kein Corner? Warte. Doch. Nein, schade. Ja, der holt halt die Bälle. Abschluss, okay. Jetzt ist das jetzt wieder so. Stimmung. Spannend. Nein, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Nein. Aber vorher war es noch weniger. Schiedsrichter hat ihm gesagt, komm jetzt da. Beeil dich ein bisschen. Ich bin aufgeregt. Er wartet eben ungünstigsten Zeitpunkt. Immer ungünstig. Wenn es ganz ungünstig ist, dann fahre ich rein. Schemal! Regie, uns gibt es noch. Nur zur Info. Keine Sorge machen. Sind noch da. Doch nicht. Cedric, okay. Ist ja schon wieder langweilig, oder? Das glaubst du, bist im Prater. Jetzt pass auf. Na, also. Aber wenn was über die Seiten geht, dann eher gefühlt über links heute. Ja, Brass ist gut. Jetzt? Ja, der ist gut. Ja, und nein, da ist er nicht.
Da ist er nicht. Keiner ist dann da. Nein, guter, aber der Ball. War gut, guter Ball. Guter Ball. Ja. Ansatzlos. Ja, guter Ball. Keiner gerechnet leider. Der Brass da muss er reingeschaut. Der Brass sagt mir, hey, besser kann ich da nicht reinhauen. Muss da einfach nur durchlaufen. Zu lange gewartet. Ist noch nicht bei 100%, muss man auch sagen. Ja. Ist ein Floskel. Wollte gerade sagen. Schwächert! Weil gerade bei Brass passt es eigentlich gar nicht. Ich habe aber Kleitsch gemeint. Achso, ja. dann passt es. Ja, dann passt es. Ja. Dann kannst du es nochmal sagen. Tedesco wird auch etwas nervös zumindest. Er schaut streng. Stimmung geht gerade gefühlt auf Null, schreibt der Patrick im Chat. Okay, zu Patrick. Stimmung! Was geht? Fix. Jetzt sind alle glücklich, hoffentlich. Jetzt wieder Konzentrationsspiel. Und jetzt Ball rein. Er flankt nicht, weißt du? Dieses noch einmal kein Querspielen. Hey, es geht ja, nur. Ja, ich hasse dieses Querspielen. Bist du wahnsinnig, das hasse ich. Komm, eine Meter gut. Noch ein Meter. Aber war auch gefühlt ja, etwas ja, das hat er probiert, dran, dass er aufspielt, ja. Bleib im Zweikampf. So, andere Seite schneller. Bilic, komm, chip. Na. Er spielt nochmal Schieß. Dann bewegt er wieder. Oh, das ist so gut Glück, gell? Ja, das ist weiter dann... Weiter geht's, jetzt, kontrolliert jetzt, das. Jetzt, und jetzt bringt sie. Linker Fuß, hopp. Ja. Na. Alter. Sascha, Junge. Ja, Flatterball, ja, beschwer dich nicht. Kommt doch mal ein Ball. Ist das Flatterball? Ja, Flatterball. So. Hab ich gesehen, ja. So, ist geil, wenn du da bist. Du übersetzt ja. Wirklich alles. Entschuldigung. Das hätte ich jetzt nicht. Oh, Mann, oh! Er springt vom Fuß an die Hand. Ja, stimmt. Von einem Körper. Also, das schade. Ist, schade. Fällt heute noch ein Tor. Ich stimme ab mit ja. Aber früher wäre es Elfer gewesen, gell? Also in deiner Zeit. Oh ja. Wenn es der Schiri gesehen hätte. 100%ig, Hand war Hand, aber da sind nicht Meter gepfiffen worden, wo du sagst, um Gottes Willen, was hat der da gesehen? Also, die Hand war Hand, ja. Wurscht. Ja, hol ein Freistoß raus. Boah. Chippe meine. Ja. Erster Kontakt. Und jetzt bringt sie. Der haut einmal hinten auf die Matten wieder. Das muss man reintragen. Ja. Nee, schwierig. Aber Belgien steht auch sehr massiert. Massiert? Ja. Das ist auch eine neue Ausdrucksweise. Ja, ich erinnere euch auch immer wieder neue Sachen. Das ist ja, ist sehr kreativ. Finde ich gut. Also wenn du in der 94. oder 90 plus 5, massiert. Könnte man jetzt auch sagen, sowas dann raushaust, muss ich sagen, hat sie einen Zusatzbutton verdient. Fürs Phrasenschwein ist es aber nicht so. Massiert bin ich auch nie geworden in der 95. Geht sogar der Daumen rauf von Belgier für dich. Danke. Ja, deine geile Matten. Schau, und richtig eingeworfen. Muss ja auch immer kontrollieren. Selbst am Schluss. Spiel nochmal quer, chip den Ball jetzt rein. Komm. Die Leistung war chip trotzdem den. Okay, schreibt naja, die Leistung ist okay. Das. Ja, yes. Erster Kontakt. Der spielt er rein. Oh, das war aber schon gut. Er wollte passen, nicht schießen. Rap schreibt, was genau hat es mit dem Sparschwein auf sich? Das ist das Phrasenschwein. Ja. Und jetzt ja. Ist der Goalie da. Sascha. Da in Hütteldorf. Aha, auch interessant. Wir spielen ihn. Ja, aber ich habe schon verstanden den Pass. Im Bruder. Mhm. Gut. Sabitzer. Schade leider. Ja, viel wird es nicht mehr geben offensiv. Eine Aktion noch vielleicht, wenn es schnell geht. Nicht springen lassen. Schön, dass er dazwischen geht. Danke. Was macht er? Das Foul dankend annehmen. Ja. Und nach vorne laufen. Bitte langer Ball nach vorne jetzt, bitte. Aber hast du gesehen, wie bei du gegen Lukaku Körper reingestellt hat? Ja. Super geil. Richtig gut. Ja, einmal gemacht. Noch. Gut. Einmal noch. Nein, dieses noch einmal Querspiel, noch einmal. Bitte geh jetzt vor, letzte Aktion. Schieb den Ball einfach in die Box. Ja. Verlänger. Ecke. Nochmals. Ui. Schade leider. Ein Satz aber trotzdem, geiles Spiel. Sei ein Ehrenmann, schreibt Hale und schreit einen Satz. Leute, Applaus für Österreich! Macht trotzdem ein gutes Spiel. Ich bin stolz auf die Burschen. Vielleicht dauert die schon noch.
Sie neigt sich dem Ende zu. Aber du bleibst hier länger, oder? Ich bin noch ein bisschen da. Ich bin am Überlegen, ob ich euch einen Gefallen tue oder nicht. Das war was? Genau. Bin ich gespannt. Was? Aber wir können ja trotzdem schauen. Ach so, was ja, ja, bitte, na, bitte. Wir sind ja noch nicht am Ende, wir müssen noch analysieren. Wir müssen noch analysieren. Aber schauen wir nochmals auf. Ich bin gerade am Überlegen, wie ich es am besten reinbringe in die Show, weißt du? Es fehlt was ja wirklich, Österreich gewinnt das Spiel. Das fast alles heute eingetreten. Fast alles. Ein Feiertag für die Community. Quasi, das ist aber sehr sarkastisch, wäre das dann irgendwie auch. Bleiben. So, oder? Wenn du das jetzt raus hast. Das finde ich nicht, weil man kann sagen, diese Aufholjagd, das ist einfach Fußball für Österreich. Das wird schon gehen, theoretisch. So wie du, aber ich wollte gerade sagen, so wie du es jetzt gesagt hast. Ja, das wirkt nicht, finde ich. Find ich ja, außerdem, du musst ja schreien. Ja, das ist ja das. Ich bin ja, wo ich umspringe auf die Couch da mit dem Mikro in der Hand und die Community noch mitnehmen, was? Aber die Leute würden sich so feiern. Die Bande ist ja das Problem. Ich wollte ja drüber springen. Du kannst ja über die Couch springen. Pass auf, ich fange einen Satz an. Ich fange einen Satz an und du setzt es dann fort, okay? Ich bringe zu Ende. Pass auf, du bringst es zu Ende. Mit der Community! Ja, pass auf, stell dich hin einmal. Kollege noch was trinkt. Und zwar, bist du bereit? Bin immer bereit. Bist du bereit? Also. Geht's? Okay, was kommt jetzt? Geht's? Also, ihr habt da wirklich alles leer gesoffen, das gefällt mir. Bist du bereit? Ja, Augenkontakt, immer wichtig. Blickkontakt, ja. Wie spürst du meinen Ball jetzt her? Ja. Auf dem rechten und auf dem linken? Ja, also, ich glaube, das weiß er selbst noch nicht. Das sagt man nicht vorher. Soll ich Wolle übernehmen? Schau, wie er sich in Sitz rauftun muss. Ja. Der ist ganz abgefahren also. Jetzt mit Sitz. Können wir Chris in der... Was? Ja, genau. Aber ich sieht mal die Trizeps auch? Ja, Trizeps merkt man, da hast du heute noch was gemacht. Gute Leiberlanze. Ja, immer. Stefan Meyerhofer, Ex-Fußballprofi und Talente-Coach. Du müsst eigentlich Bodybuilder sein. Ich glaube, du wolltest noch eine Auflage liefern. Greif in die Tasche und nimm da noch die Brille raus. Alle sind schon raus. Hahaha, schreibt Trap. Okay, pass auf. So. Am Montag, ja, du musst dann nicht reagieren. Am Montag gewinnt Österreich gegen Aserbaidschan und qualifiziert sich für die Europameisterschaft. Das ist Fußball für Österreich. Jawohl! Passend dazu der Bonuscode. Major Forever. 7 Euro, also brutal. Der letzte Bonuscode am heutigen Abend für die ersten für die Community, 7 Euro. Ein Herz geht der raus. Kollege will noch was sagen. Der Kollege möchte noch jetzt ein Fazit abgeben, sehr gerne. Fazit, bitte. Ja. Schlechtes Ergebnis. Gute Nacht. Gute Nacht. Ist die Sendung jetzt vorbei? Oder nein, was? Noch nicht ganz, aber gleich. Wann genau, wenn der Park schon abläuft? Nein, ich möchte noch einen kurzen Satz analytisch hinten nachwerfen lassen vom Major. Major, 2:3, deine Analyse. Schlecht reingestartet, zweite Halbzeit dann ein Doppelschlag von die Belgier. Ich glaube, wir sind dann vom Spiel her gut zurückgekommen. Ergebnisse natürlich nicht zufriedenstellend für uns. Wichtig ist, dass wir dann am Montag eben nachlegen und uns jetzt dann wirklich qualifizieren. Ich hätte mich mehr gefreut, wenn wir als Gruppensieger zur EM nach Deutschland gefahren wären. Aber im Endeffekt Punkte machen am Montag, dabei sein und aus diesem Spiel heute lernen. Nehmen wir so mit und am Montag dann gibt es eben hoffentlich den Fußball. Applaus, Leute! So geht man aus einer Sendung raus! So, nicht mit einer trockenen Analyse. Danke fürs Kommen, Leute. Und ihr kommt wieder, oder? Das auf jeden Fall. Sicher, oder? Wir hören nächsten Donnerstag übrigens, Chris. Ja. Nächster Donnerstag, 19 Uhr, Patricia Kovac und Nina Neithardt. Da geht's in Sachen Handball weiter. Also Donnerstag, 19 Uhr, rechtzeitig vor der WM. Im Norden Europas werden Sie zu Gast sein. Unbedingt wieder einschalten. Und du möchtest jetzt noch ein Küsschen an die Community werfen. Ich gehe jetzt, zum Publikum und du willst das abklatschen. Du zeigst es aber kurz. Vorbeischauen hat Spaß gemacht. Danke für die Expertise. Major, danke fürs Kommen. War wie immer geil. Bizeps passt. Okay. Und ich glaube, das Schlusswort hat heute unsere Community vor Ort. Danke, Community. Chris, einmal noch einheizen zum Ende, bitte. Okay, warte. Na, komm her. Setz dich hin. Dreimal.